sind wir wieder. Inas Nacht heute in Bestbesetzung. The one and only Till Schweiger is in the house. Und Deutschlands bester Gedankenleser Thorsten Havener wird uns tief ins Hirn gucken. Milliarden aus Berlin machen ganz, ganz tolle Musik. Und aus München kommen noch Exclusive. Oh mein Gott. Los geht's. Mein erster Gast, der heute kommt, den habe ich tausendmal gefragt. Er konnte nie oder wollte nie, weil er auf Malle oder am Drehen war. Er ist ein Movie-Star, ein echter Movie-Star. Er macht die besten Movies, Movie-Star, er ja, ein Movie-Star. Er macht die besten Movies, klar, begrüßt bei mir den einzigartigen Till Schweiger! Dankeschön. Gibt's dazu auch noch schön ein Glas? Auf, kommt sofort. Aus der Flasche. Macht das sonst nie. Sonst frage ich immer, trinken wir Bier? Was machen wir? Hallo, wie geht's? Aber wir haben jetzt 800 Mal gefragt. Nein, so lange gibt's die Sendung noch nie, gar nicht. Und deswegen ist es heute ein Champagner wert. Okay, komm, wir gehen zum Tresen. Okay. Du kannst aber, dürfen wir zwei Gläser dafür haben, Frau Müller? Willst du mal durchrücken? Du kannst aber auch lieber Bier. Bezirke-Offiziere. Was du möchtest. Nee, ich bin, Bier trinke ich eigentlich nur im Sommer, wenn es heiß ist. Habe ich mir gedacht, mit Eiswürfel. Nee, ohne Eiswürfel. Bist du ein bisschen erkältet? Volles Rohr, ja. Alle, die da sind um mich rum, sind so krank, nur ich, alte Wurst. Ist das alkoholfreier Champagner? Nee. Nee. Also wenn es so weit ist, höre ich auf, glaube ich. So, Prost. Tja, Till, danke, Prost, Prost Jungs. Was ich an sympathisch und von allen Dingen, die ich über dich gelesen habe, fand, dass du gesagt hast, Menschen, die ohne Angst fliegen können und vom vielen Fressen nicht fett werden, die bewunderst du. Und nein, die beneide ich. Weil ich bin kein neidischer Mensch, aber die einzigen Menschen, die ich beneide, habe ich mal gesagt, sind die, die gerne fliegen, essen können, was sie wollen, ohne zuzunehmen und jederzeit schlafen können, wann sie wollen. Und dann auch so 10 Stunden am Stück. Kannst du nicht schlafen? Viel? Doch, aber nee, 10 Stunden schaffe ich nicht, 8 Stunden auch nicht. Was hast du gegen die Flugangst gemacht? Saufen vorher? Nee, ich habe mal so ein Seminar gemacht bei der Lufthansa. Das hat auch echt viel gebracht, so gegen Flugangst. Und dann ist aber, dann sind zwei Maschinen runtergekommen. Das hat dann irgendwie das alles genau wie bei mir. Weil es war vorher alles cool und dann war so dies und das. Und dann gab es diesen Absturz irgendwo über Kanada, weißt du das noch? Wieder halbe genau. Stunde, nee, zwei Stunden über Wasser am Abstürzen war. Ja. Und ich nicht mehr in den Flieger steigen konnte. Ja, das war, genau, gesagt, das war genau das Unglück, das mir den ganzen Kurs wieder kaputt gemacht hat. Ja. Und dann war wieder Alkohol dran. Ja, ja. Nimmst du Tranquilizer, wenn du fliegst? Nee, das habe ich einmal gemacht. Da bin ich von Montreal nach Paris geflogen und da hat mir einer sowas gegeben, sagte hier, die nach dem Essen trinkst ein Glas Wein, popst die Pille, ne, und dann schläfst du und wachst in Charles de Gaulle auf. Wenn du merkst gar nicht, wie das Flugzeug landet. Ne. Und ich nehme die Pille und nichts passiert. Ne. Und erst im Sinkflug nach Paris merke ich auf einmal, oh, pff. Das ist natürlich mussten, ja, ich bin unangenehm, weil du wieder arbeiten musstest wahrscheinlich. Nein, aber ich musste meinen Anschlussflug finden und ich war völlig auf Droge. Die haben eine halbe Stunde versucht, mich zu wecken. Ne? Wäre schon mal eine schöne Filmszene, sowas. Ne? Ich habe deinen Film gesehen, der jetzt erst anläuft und ich durfte in eine Privatvorstellung gehen, Honig im Kopf. Mhm. Der war ganz, ganz toll. Und ein neues Thema, finde ich, für Schweiger, der sonst eher zwei hippe Leute leben in Berlin. Hast du jetzt gesagt, ich gehe mal das Thema Demenz an. Ja, deswegen habe ich auch immer gesagt, der Film ist eigentlich, geht so in der Tradition von Knockin' on Heaven's Door und Barfuß. Also ja. Ist sicher tragischer als Barfuß, aber es hat eben auch eine, sag ich mal, eine traurige Grundanlage, weil der Mann ist dement und Demenz verläuft eben immer auf ein ganz tragisches Ende hinaus, läuft hinaus. Und was wir eben zeigen wollten, ist zum einen, dass Kinder, das weiß ich aus meiner Recherche, Kinder mit Dementen eigentlich, also kleine Kinder,
mit Dementen viel natürlicher umgehen und viel, viel schöner, also besser auf die eingehen. Ja, naiver, als Erwachsene. Also positiv naiver. Ja, das ist natürlich naiv, aber eben dadurch auch viel angenehmer. Stimmt es, dass du immer deine Drehbücher deinem Papa gibst als erstes, damit der das mal liest? So? Machst du das immer noch? Ich mache das immer noch, aber nicht als erstes, sondern es gibt so ein paar Leute, denen ich meine Bücher gebe. Da gehören auch Freunde dazu. Mhm. Ne? Und auch mein Vater. Und eigentlich jeder, der Interesse hat. Also es wird keiner von mir genötigt, ein Buch zu lesen. Aber wenn einer sagt, ja, das ist wichtig. Das ist immer ein guter Input, den man bekommt. Ne? Aber er hat ja mit Film gar nichts zu tun. Eben deswegen. Ne? Weil, aber er sagt immer, ihm wäre immer ein bisschen zu viel Sex drin. Ein bisschen zu viel Gerede über Sex. Das hat er bei Honig im Kopf nicht gesagt. Wie, da hat er das nicht gesagt? Ne? Du gehst, glaube ich, genauso ungern wie ich in ein normales Kino, wo gegessen wird. Mittlerweile gibt es ja schon warmes Menü, wo es nach Hähnchenflügel riecht und sowas. Ist das nicht ganz eklig? Das ist furchtbar. Könntest du nicht, weil du so reich bist, in Hamburg das erste Kino eröffnen, wo es nur Whisky und Zigaretten gibt und Essverbot? Wir machen so, weil ich so viel Geld habe und du so viel Geld hast, machen wir zwei Kinos ab. Ich das Nichtraucher-Kino mit super. Whisky. Ist dann natürlich genau dein Sprechverbot. Ja, genau. Und es gibt nur Kino 1 und Kino 2. Genau. Wir machen kein Programmkino, wir machen richtig gute, große Filme. Ja. Wir fangen jetzt nicht an zu sagen, mit Untertitel und so ein Scheiß. Nee, doch, wir strahlen unsere Filme nur im Original aus. So, was meine ich? Das machen wir nicht. Entweder deutsche Filme oder original französisch, original amerikanisch, original britisch. Guckst du die? Guckst du original? Natürlich, ich gucke keine synchronisierten Filme. Ich finde das so schlimm. Ja. Aber verstehst du denn original französische Filme? Sprichst du so gut Französisch? Nee, bien sûr. Oh la la. Nein, also Französisch, nein. Okay, du musst dazu die Untertitel haben. Okay, in meinem Kino laufen denn nur Synchronisierte und bei dir nie. Frisch gepresster Saft, nicht synchronisiert. Also, ich sag mal... Nicht rauchen. Und bei mir das Gegenteil. Nur Blockbuster... Untertitel unsynchronisiert Whisky. Das wäre lustig. Nein, du hast keine Untertitel, weil die sind synchronisiert. Nee, braucht man ja nicht. Nein, ich dachte, für die nicht mehr hören. Meine Shanties können meistens besser gucken als hören, deswegen dachte ich, können die noch mal so lesen. Du bist 50 geworden. Ich bin jünger. Nicht mehr lang, ne? Nicht mehr lang, ich glaube, ich bin ein halbes Jahr jünger. Misst du schon Blutdruck manchmal? Ich habe schon mal Blutdruck gemessen, ja. Und ist immer noch alles gut? Naja, wenn ich so eine Nacht richtig durchgemacht habe, dann ist der schon mal ein bisschen höher. Aber sonst habe ich normalen Blutdruck, ja. Und hast du schon so Grunderkrankungen? Na ja, weißt du, was ich meine? Ja. Was man so hat irgendwann so. Prostata. Ja, ja, so. Gehst du da zu Untersuchungen? Ich hab schon so eine Untersuchung gemacht, ja. Machst du mir da auch rein? Bist du auch eiswürfelsüchtig? Ja, wenn der so warm ist, ne? Er kam aus dem Kühlschrank. Ja, er kam. Vor einer Stunde, ne? So. Tabletten nimmst du aber noch nichts gegen irgendwas ein. Ich überlege, was sind denn eigentlich Herzinsuffizienz? Aber dafür bist du zu jung, ne? Ja. Machst du schon noch Sport mit an? Ja, ja. Hast du dein Bad schon so ein bisschen umgebaut? Ich habe sogar schon einen Lift an der Treppe, ne? Sowas hast du nicht, einen Treppenlifter? Doch. Ich fand es in deinem Film ganz lustig, dass alles wirklich wunderschön war in dem Film. Alles war wie so gestylte Brotdosen, Becher, alles war ganz schön. Nur die Gehhilfe vom Demenzkranken, die gibt's noch nicht von Manufaktum, dachte ich so, als ich den Film sah. Ja, das schoss richtig raus, dass die nicht stylisch. Die haben ja gar keine Gehhilfe. Doch, er geht einmal, geht er mit so einem. Nein. Doch. Hast du einen anderen Film gesehen? Vielleicht reden wir. Vielleicht war das in einem Altersheim, wo noch. Ach, das war genau. als Sohn quasi. Als ich mir das Altersheim da lief jemand. Ja, aber das war. Die sehr lustige Oma, die immer noch so viel Sex hat. Auch wir verraten viel zu viel. Das geht gar nicht, geht gar nicht. Nee, also das war wirklich. Das war ja auch nicht das Heim von Ihnen. Also das war ja ein Heim, das er sich angeguckt hat. Ja, ja, er ist ja auch nicht tatsächlich dahin. Jemand mit einer Gehhilfe. Und werden dir nicht ständig Drehbücher geschickt? Aber die lese ich seltenst. Ja. Ja, ich habe dann Leute, die das für mich lesen, weil die meisten Drehbücher sind einfach nicht gut und es gibt nichts Schlimmeres, als ein schlechtes Drehbuch zu lesen. Das ist richtig, das ist eine Qual. Hast du denn so eine Handvoll Menschen, wo du weißt, wenn die den Film gucken und die sehen das, die können den mit dir aufdröseln und sagen, das war gut, aber da hätte ich nicht und da mache ich?
Oder nee, eher von das sind eher Freunde. Ne? Also ich höre dann eher auf Freunde als auf Kollegen. Ne? Also Leute, die nichts mit Film zu tun haben, haben ein viel schärferes Auge für meine Filme als jemand aus der Branche. Ne? Ah, ja. Also ich habe damals dem Bernd Eichinger Knockin' on Heaven's Door gezeigt und der hat sich den angeguckt und hat viele Sachen gesagt, die ich gesagt habe, ah ja, okay, machen wir. Aber eben auch ganz viele Sachen, wo wir gedacht haben, was soll denn das jetzt? War der dein Oheim und Mentor schon, ne? Das war schon mein Oheim und Mentor. Und trotzdem hat mein Mentor damals zu uns gesagt, ja, hier, der Moritz Bleibtreu, der muss synchronisiert werden, der muss Hochdeutsch reden. Und wir so, was ist los, ne? Weil das war ja so geschrieben und das war ja auch einer der Winner in dem Film. Aber wie lustig. Die Performance von Moritz. Hat er nicht verstanden. Hat er nicht verstanden, ne? So. Du warst nicht bei seiner Beerdigung, weil du woanders warst. Ich war woanders, weil ich ja nicht da war. Ergo war ich woanders. War dein bester Freund? Es war nicht mein bester Freund, aber es war jemand, den ich sehr geliebt habe und den ich sehr vermisse. Und weil ich ja, ich hasse Beerdigung und ich weine dann auch ganz viel und ich wollte nicht vor den Kameras da. Du bist auch so eine Heulsuse wie ich nämlich. Ich bin keine Heulsuse. Merkst du, dass das im Alter, dass du so ein bisschen, ich merke, dass ich so seitdem ich so zwischen 40 und 50 jetzt heul ich mehr als früher. Wenn du in den Spiegel guckst oder was? Witzig, witzig! Das Lied! Das Lied! Nee, also mit dem Alter hat das, glaube ich, nichts zu tun. Gibt es eigentlich irgendwas, wofür du dich zu alt fühlst? Wo du sagen würdest, dafür bin ich zu alt? Ja, klar, es gibt Rollen, für die ich mich zu alt fühle. Für die ich zu alt bin. Ne? Lover? Ne, als Lover, es gibt ja auch noch rüstige, ältere Menschen, die Lover sind. Ne? Aber jetzt irgendwie... also jetzt ein, sag ich mal, jetzt ein, so eine Rolle, die ganz klar, sag ich mal, konzipiert ist für einen Elias Mbarek. Da wäre ich zu alt für. Bist du eigentlich jemand, der jähzornig ist? Weil es in manchen Interviews gab es so Geschichten von dir, dass du mal Türen eingetreten hast und Rosenverkäufer verprügelt. Ja, ich habe jetzt nicht aus Jähzorn plötzlich so, ich habe mein Plätzchen nicht gekriegt, jetzt drehe ich meine Tür ein. Aber in Streits, ne, in Auseinandersetzungen, die irgendwann eskaliert sind, dazu brauchst du ja immer mehrere Leute oder mindestens zwei. Man muss dich provozieren. Ja, oder ich muss mich absolut ungerecht behandelt fühlen. Dann kann ich schon auch austitschen. So. Und schläfst du mit zwei riesigen Decken und benutzt beide? Nee, ich benutze nur eine. Jetzt ist es ja so, dass... woher weißt du das? Weil... oh mein Gott, da ist mir jetzt aber was rausgerutscht. Ja. Ja. Nein, das darfst du jetzt nicht persönlich nehmen. Das war, wann warst du da? Ich war. Aber du hast mir ja vergessen. Schon während... Du hast ja schon währenddessen jetzt fällt mir gesagt. Alles rein. Es war super. Du hast ja währenddessen schon gesagt. Wunder dich nicht, dass wenn ich dich in drei Wochen nicht wiedererkenne. Aber das Dana, war im Februar, zu deinem so 50. durfte Dana doch ein Weltinterview machen. 50 das, Dinge, die so, keiner über Till weiß. Habt ihr das zwei, gemeinsam gemacht? Nein, bist du. Nein, naja, ich frage mich, nein, weil. Nein. Also ich weiß gar nicht, wenn mein Freund das mit mir machen würde, ob ich nicht sagen würde. Bist du wahnsinnig, wenn sie erzählt, dass du mit deinen Stofftieren schläfst? Jetzt rat mal erstmal, es stimmt nicht alles, was sie da geschrieben hat. Zweitens mal bin ich ja nicht mehr mit ihr zusammen. Nee, ne? Trotzdem also, noch schlimmer. Ja, also, naja, sie hat ja auch nette Sachen geschrieben und ein paar ja, tolle, weniger nette sie hat Sachen. Auch tolle Sachen, aber ich finde aber zum Beispiel, wenn zu den zwei Decken, ich mag das, eine Decke zu haben, eine große Decke. Und eine, aber so, zwei große. Halt was macht man denn damit? Bett. Ach so, aber das ist ja selten leer, dass du beide Decken brauchst. Das ist sehr leer. Was ist es so? Ja. Ich sag, das Bett ist wirklich leer und dann sagt ihr witzig. Ist doch witzig. Super, euer Mitgefühl. Du bist danke. Unser deutsches Schauspieler-Sexsymbol, unser Brad Pitt, unser deutscher Brad Pitt. Und da kann sich keiner von uns, Shanties und ich, wir können uns nicht vorstellen, dass du alleine. Da fällt mir eine gute Geschichte ein. Weil? Ich war vor ein paar Jahren mit meinen Töchtern, ich glaube, in einem Mediamarkt, ne? Und kam eine Frau, die Verkäuferin zu mir. Und sagte, sind Sie Till Schweiger? Und ich so, nee, ich bin Brad Pitt. Nein, echt? Kein Scheiß, ey. Aber, war das nicht total spannend, damals bei den Bastard-Filmen da mitzumachen, Inglourious Basterds? Doch, war es war nicht spannend. Ganz toll? Weil ihr habt ja diese Szene, wo du da sitzt mit all diesen Heroes.
sprechen hier. Bevor der, naja, ihr sitzt doch, oh Gott, das ist so lange her, dass ich den gesehen habe. Ihr sitzt doch alle da und dann kommt und doch, bevor der mit seinem dann kommt doch der Brad Pitt mit dieser Gehhilfe rein, ja, ne? Der kommt mit der unstylischen, ne, Gehhilfe. Nein, aber du weißt doch, deine erste Szene, glaube ich, in dem Film, wo ihr da alle sitzt draußen und die ersten beiden Nazis werden reingeführt, ach so, und es wird quasi, ja, der Untergrund wird vorgestellt. Ja. Das war so toll, wo ich dachte, jetzt muss dem doch so die Düse gehen. Nee. Bist du nicht beeindruckt? Nee. Nee. Was beeindruckt dich denn, wo du sagst, so, da geht mir echt die Düse? Würde es noch irgendwas geben, was du erleben, beim was du Fliegen dir so geht mir die Düse. Ja, aber positive, ja, Düse? Ich habe damals, als ich 2000, sollte ich dann in Beverly Hills den Sylvester Stallone treffen, weil der wollte mich treffen. Und dann habe ich den im Peninsula Hotel getroffen. Stallone? Ja, so ein ehemaliger berühmter. Na, ich kenne ihn, aber dass der dich, ja, Entschuldigung. Und da war ich echt nervös, ne? Und dann habe ich mir die ganze Zeit auf dem Weg dahin im Auto immer versucht vorzustellen, wie der auf dem Klo ist und kackt, ne? Ne, so, ja, so um den Respekt, also diese Ehrfurcht. Respekt, ja, ist ja was Gutes, Respekt, ne, zu verlieren. So, ja, diese bisschen Ehrfurcht. Ja, ne? Genau. Dann stand ich vor ihm und nach 3 Minuten war das vorbei. Ich musste bei dem Gespräch gar nicht mehr dran denken, wie er kackt, sondern das war dann einfach ein Kollege. Ne? Habt ihr eure Bierdeckelchen schon geschrieben? Dann würde ich vielleicht sagen, wir sammeln die mal ein und machen gleich die Für die Bierdeckelfragen kann ich nichts. Du hast die Sendung ja schon mal gesehen, ne? Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Wenn da jetzt so Freundinnen-Fragen kommen und willst du noch ein Kind und sowas alles, kannst du auch mal sagen, nächsten Deckel. Lustig, lustig. Witzig heißt das. Bist du eigentlich ein modischer Typ? Ich habe natürlich meinen eigenen Stil. Ne? Aber das ist ja schon modern. Weißt du, dass da kein mieser Kragen ist, sondern dass das so abgeschnitten ist? Aber weißt du, ich habe vor 30 Jahren mir meine Sweatshirts selber den Kragen rausgeschnitten. Dann, ja, war ich also ein Trendsetter. Stimmt es, dass du nie Socken und Unterhosen anhast? Oh, mal, das lustig, witzig. Lustig. Ja, witzig. Also, nee, das stimmt so nicht. Ich trage im Sommer in der Tat selten Unterhosen, aber im Winter auf jeden Fall und Socken auch. Ne? Obwohl, jetzt trage ich gerade keine Socken. Ne? Aber wieso sagt man denn, dass du hast es, glaube ich, irgendwo gesagt, ich trage Unterhosen nur, wenn ich abends noch was vorhab. Hä? Also ja, so nach dem Motto, wenn du weißt, du musst die Hose ausziehen. Nee, dann brauche ich ja gar keine anziehen. Also, dann, das ist ja eher ein Grund, keine anziehen. Nee, 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 nee. Und du warst aber ja, als du, als du in Amerika warst, für Boss Unterhosenmodel. Und dann war nee, ich war für Boss, war ich Model, also für Hugo. Ja? 2 Jahre lang war ich Model für die, also weltweit für die Kampagne. Mhm. Das war 99 und 2000. Ich war für Skinny, das ist eine österreichische Unterhosenfirma. Kenn ich, gibt's auch für Frauen, ist ganz gut. Gibt auch, ja. Für die war ich Unterhosenmodel. Das war ist aber auch schon lange her. Und welches Bild hing denn am Sunset Boulevard, Haus groß? Das war Boss, das war nicht Skinny. Hm? Also nicht in Unterhose, sondern im Anzug? Im Anzug, ja. In Amerika? Ja. Hast du das gesehen, wie das da hing? Bist du da vorbeigelatscht und hast gesagt, das bin ja ich? Nee, es war nicht nur am Sunset Boulevard, sondern am Beverly Center. Das ist das größte Einkaufscenter in Beverly Hills. Riesig, war die ganze Wand mein Porträt. Ne? Da flippt man doch aus, wie soll nein, ich da normal bleiben? Ich bin mit meinem Sohn, der war damals 2, ne? 2,5. Ich da immer dran vorbeigefahren, rechts, links gewendet, ne? Ja, und also, es gab aber dieses Handy-Ding noch nicht, ne? So, nein, dann sitzen da er so, Papa! Ach, endlich! Ja. Aber er konnte es so schlecht weitererzählen, weil er erst 2 ja, war. Ja, nein, nein. Ich war in der meisten Zeit, dann habe ich ja in Europa gearbeitet und habe dann meine damalige Frau gebeten, weil ich wusste, nach einem Jahr wird das Billboard, das Plakat am Sunset Boulevard abgehängt. Ja. Und dann bat ich meine Frau, noch ein Foto zu machen, ne, als Erinnerung. Weißt du, damals, ja, ich dachte, ich werde wahrscheinlich nie ein Billboard haben am Sunset Boulevard, dann eben als Model. Super, ne? Ich hatte dann später Billboards mit Filmen, die ich gemacht habe. Mhm. Und das konnte ich damals noch nicht wissen. Und dann hat sie das Foto gemacht und dann sag ich, zeig mal. Und dann hat sie das Foto und das hat sie mit voller Absicht so gemacht. Mhm. Also so kadriert, also sie hat das so dicht rangegangen, das hätte auch am Aldi hinterm Aldi am Parkplatz hängen kann. Ne? Also hast du auch nicht die Umgebung gesehen. Ich glaube ja, dass da cool ist. Also in sowas, wenn... Die kann cool sein, ja, ja. Die ist eine coole Frau. Ja, ja. Das ist eine coole Frau. Ja, glaube ich. Wollen wir mal die Bierdeckelchen mir rübergeben? Und wir würden uns Till jetzt hier raufsetzen, quasi. Schaffst du es, deine Beine jetzt lang auszustrecken und über meinen Kopf sexy hier so rüber zu schwingen? Weißt du, ich würde so stehen, wenn du machst...
Der Schlagzeuger wird machen. Machst das die Beine ich lang. Kann sie, ich kann sie lang machen lang. Und dann so drüber und dann so. Ne? Das wollen wir sehen. Ja, ein bisschen langsamer. Langsam? Das ist so mechanisch. Ja, aber ja, ja Gefühl, aber ne? Jeder ist ja anders. Der eine will ja ganz schnell, der andere langsam. Ja, aber, ich... aber das soll doch ein bisschen sein. Am besten so soll es sein. Wie nennt sich denn das Wort noch? Gaggen. Es gibt doch so ein... Nee, nicht blasen ist ja harmlos, Gaggen. Was wir alle machen, sondern das, wenn... Gaggen. Gaggen? Jetzt zum dritten Mal. Also hier so hin, oder wie? Gaggen? Ja, Deep Throw. Das habe ich gemeint. Ja, das ist doch... Nein, das war jetzt ein Wildschwein auf der Trippe. Ja, aber Deep Throw ist ja ein Wildschwein. Also es hört sich ja so an. So, jetzt... Wow. Hallo. Wow. Und ich bin mit dem Hintern auf deiner Hand gelandet, das auch noch. Wow. Das kann nicht schöner werden. Wir haben mal wieder im Internet rumgeguckt, was gibt es denn Neues auf dem Musikmarkt. Und das war so schön, weil wir ein Schnipsel von dir, Johannes, und von dir, Ben, weil ihr zwei seid eigentlich Milliarden. Und wir haben ein Schnipsel gefunden und ihr habt gesagt, ja, ja, wir heißen Milliarden, es gibt uns auch schon, wir haben aber noch gar nichts veröffentlicht. Also für alle, die gleich so wie ich ausflippen werden, man kann diesen Titel kaufen, aber jetzt hören wir erstmal das Lied. Ist kein Kaufzwang, ne? Aber ich kann es nur ans Herz legen. Milliarden! Ich freue mich! Deine Klamotten in meinem Schrank sind das Gift, das mich regiert. Wenn der Junkie gegen sich verliert, wird im Kleid seiner Ex der Spiegel verführt. Du bist alles, was es gibt, die Verzerrung und der Beat. Bei dir war Frieden, jetzt ist Krieg. Die Stille hat gesiegt, vergiss mich nicht. Vergiss mich nicht, vermiss mich nicht, vermiss mich nicht. Die Welt braucht neue Lieder, hast du mir, als ich tobte, gesagt. Und aus Angst hab ich nicht nachgefragt, denn ich wusste, dieser Blues spielt im letzten Takt. Und du bist die Titelmelodie. Vermiss mich nicht!
Tausend Dank. Yes! Tausend Dank. Dankeschön. Jungs, und so schnell kann es gehen. Ja, stimmt. Es ist ganz, ganz toll. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ich drücke die Daumen für alles, was ihr jetzt noch vorhabt. Ich bin Fan. Deswegen noch mal einmal Applaus für Milliarden! Wärst du in deinem Leben gerne Musiker geworden? Gab es den Moment, Schauspieler oder Musiker? Nee, den gab es nicht, aber ich habe immer gesagt, also das Einzige, womit ich tauschen wollen würde, weil ich liebe meinen Beruf, ich liebe das, Filme zu machen, von Herzen. Das ist für mich auch keine Arbeit, das ist wirklich, ich schätze mich da ganz glücklich und privilegiert, aber es gibt... Ein guter Freund von mir ist der Ryan Tedder von One Republic, ne? Und die habe ich, also aus unzähligen Gesprächen, weiß ja. ich. Also das ist der Einzige, mit dem ich tauschen wollen würde. Ne? Weil der oder mit einem Musiker, der von seinem Beruf leben kann. Ich glaube, es ist nicht relevant, ob du vor 500 Leuten spielst oder vor 20.000. Oder, wenn du einen Film machst, musst du dich ins Kino schleichen, um die Reaktionen zu sehen. Und wenn du ein Konzert gibst und du merkst, du verzauberst die Leute mit deiner Musik im Moment, ich glaube, was Schöneres gibt's nicht. Ja, ich glaube das auch. Ich glaube, du hast halt dieses, ein Lied gesungen, ein Applaus. Und du hast ja selten, außer du schleichst dich heimlich rein, den Applaus nach deinen Filmen. Ja, das gibt es ja, ja meistens nur bei Premieren. Ja. Also du holst dir ja den direkten Applaus als Nahrung für deine Seele und dein Schaffen gar nicht so ab. Nee. Das ist bei Musik natürlich super. Man kriegt natürlich auch auf die Fresse. Also das ist auch direkter. Alle Menschen, die Erfolg haben, kriegen auf die Fresse. Aber nicht von ihrem Publikum, sondern von Leuten, die darüber schreiben. Ich glaube, schön ist einfach, sich das gar nicht anzugucken. Also ich gucke mir es einfach oder nicht an. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und es lebt sich. Ne? Ja, das könnte ich, glaube ich, nicht so. Und das würde mich schon fuchsig. Das gar nicht. Du kannst das? Lachen mittlerweile? Ja. So, ja, Alter, Diggi, was ist dein Problem, Diggi? Rufst du manchmal auch an? Jemanden nein, und sagst, was nein, ist denn? Nee, das meinst du nicht. Sind Ami-Frauen unkomplizierter als deutsche Frauen, schätze also, ich? Generell sage ich mal, man sollte nie pauschalieren, weil es gibt solche und solche. Ich würde sagen, ich war mit einer verheiratet, die deutlich komplizierter ist. Als normale. Würdest du das mal auffüllen mit, ja, mit Getränk und Dings? Können wir, Eiswürfel. Aber ich finde Dana, ich bin ja ein bisschen Dana-Fan gewesen, weil ich fand die immer sehr geradeaus, so sehr erwachsen und humorvoll. Ja, das ist ja auch okay. Das war ist ja auch der auch. Grund, warum du mit ist ihr sie auch, ne? wahrscheinlich aber zusammen warst. Du warst ja nicht mit ihr verheiratet. Ja, weil die streng ist. Ich glaube, die ist streng. Ja, genau. Und deswegen kam ich nicht mit ihr zurecht. Gut erkannt. Okay, nächste Frage. Dein peinlichster Moment während eines Drehs? Fällt mir jetzt. Ich bin der schlechteste Anekdotenerzähler. Die habe ich nie. Wenn einer fragt, so, was war das Lustigste, was beim Dreh passiert ist, ich immer so, Mach nichts. Fragst du nach dem Sex eine, wie du warst? Schatz, immer. Die erste wie Frage, weiß? Ne? Ja? Ja. Und wenn ich nicht komme, dann sage ich zu der Frau, passiert dir das öfters? Macht nichts, kann doch jeder mal passieren. Ich habe gerade heute wieder in einem einschlägigen Blatt gelesen, es gibt überhaupt gar keinen Vaginalorgasmus. Das fand ich wieder spannend. Entschuldigung, stimmt nur mal so. Nicht. Nee. Das stimmt nicht. Und dann mir wird immer was vorgespielt. Ja, deswegen lache ich gerade so. Also ich sag mal, die neuesten medizinischen Checks haben jetzt rausgefunden, es geht einfach nicht und es gibt es einfach nicht. Man fragt sich nur, wer wann anfängt zu spielen. Ne? Es muss ja irgendwann... Ja, nur die Doofen spielen. Also die Doofen. Also es ist ja so doof, wenn du was vorspielst. Du bescheißt dich ja nur selber. Dann aber wenn wir jetzt feststellen... Ey, mach's doch mal so oder mach doch mal so. Das macht man ja eh, aber es kommt ja immer die Diskussion, dass dann jemand sagt, ja, aber wieso, andere Frauen kriegen doch auch einen Vaginalorgasmus. Und wenn man dann versucht zu erklären... Das stimmt nicht mit dir. Wo man denkt, vielleicht so, beweist es jetzt endlich mal jemand. Und dann war ich heute ganz froh. Ja. Kommst du mit einer Rolle in Inglourious Basterds? Konntest du dich mit der Rolle identifizieren? Was heißt identifizieren? Ich finde, also, da ist doch nur geil, dabei zu sein. Der Film ist super. Der Film treibt mir Dauerschauer über den Rücken. Naja, ich habe ja lange in Amerika gelebt und ich habe damals zu meiner Agentur gesagt, ich werde auf keinen Fall Nazi spielen. Ne? Mach ich nicht. Ne? Und ich habe bestimmt 20
Rollen abgelehnt, wo ich einen Nazi spielen sollte. Ne? Und also auch von sehr namhaften Regisseuren, von großen Projekten. Und irgendwann kam dann das Angebot von Tarantino, dass ich den spiele, der jetzt die Nazis abmurkst. Ne? Entnazifiziert. Und da habe ich gedacht, hier schließt sich ein Kreis. Ne? Ja. Das hat Sinn gemacht. Ne? Aber du hast auch direkt gelesen, wer alles mitmacht und so. Ich hätte es auch gespielt, wenn Brad nicht mitgespielt hätte. Okay. Ja, also, so dazu war das Drehbuch zu gut. Und konnte man das am Drehbuch schon sehen, dass es toll ist? Na klar. Okay. Du siehst am Drehbuch schon, ob der Film was... Du kannst ein tolles Drehbuch haben und einen scheiß Film draus machen, aber du kannst aus einem schlechten Buch nie einen guten Film machen. Das geht nicht. Ne? Schämst du dich im Nachhinein für Manta Manta? Oh Gott, wie lange ist denn das her? Das habe ich nicht mal... 1991, das war meine erste Kino-Hauptrolle. Da war ich gerade 2 Jahre von der Schauspielschule, hatte eine Gurkenrolle in der Lindenstraße und war die Chance bekommen, im Casting eine Hauptrolle in einer Bernd-Eichinger-Produktion zu spielen. Ja. Und schäme mich in keinster Weise. Das ist mein populärster Film nach wie vor. Den kennt eigentlich fast jeder Deutsche. Und ich habe jahrelang gesagt, wir müssten eigentlich einen zweiten Teil davon machen. Ne. Kannst du Dialekte sprechen, Till? Nee, nur Hessisch, so ein bisschen. Also nicht richtiges Hessisch, aber ich bin da halt aufgewachsen. Ne. Wie geht denn das? Ich kann, Hessisch geht? Ich kann Babble. Hessisch Babble kann ich nicht so richtig. Ne? Wie hieß denn mit dem Bembel nochmal? Immer wenn ich da wieder bin, ne? Ja? Wenn ich in der Heimat bin, dann redet man automatisch wieder so ein bisschen. Aber ich kann jetzt keine Dialekte, leider. Hat dein Nuschel denn Talent. Was mit Hessisch zu tun? Hessisch nee, zu sagen ist schon schwer. Hessisch. Hessisch ist ein richtiger Zungebrecher, ne? Hessisch. Das hat mit Hessischen nichts zu tun. Das ist einfach Mundfaulheit, Nuscheln. Ich finde, wir haben fast alles abgearbeitet. Gibt es noch irgendwas, was du wissen möchtest? Wie fandst du eigentlich meinen neuen Film Honig im Kopf? Ganz toll. Also ich sage Applaus für Honig im Kopf und für Till Schweiger. Oh, geht schon los. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst, der Thorsten merkt das nicht. Der schaut dir in die Augen und dann schaut er ins Gesicht. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst, was er, dass ich lüg. Und weiß er das wirklich oder redet er einfach nur? Und kommt er uns mal eben auf die billige Tour? Ja. Hallo. Hi. Kennst du dieses Lied noch? Ich habe das von Ewigkeiten mal gehört. Ich kannte das nicht mehr. Also, das ist nicht mehr auf dem Schirm, nee. Kann man sagen, du bist Fachmann für Mimik und Körpersprache? Ja, in erster Linie bin ich Unterhalter, ne? Also, ich habe mich mit den Sachen schon auch stark beschäftigt. Entertainer? Klar. Ich bin Entertainer. Ich bin damit auf Tour. Also, es geht mir darum, Leute zu unterhalten mit dem, was ich da gelernt habe. Klar, also, ich komme hier ursprünglich aus der Zauberei, ne? Ich habe, als ich so 13, 14 war, angefangen zu zaubern und habe wirklich in jeder Kneipe, die es im Saarland gibt, wo ich ursprünglich herkomme, habe ich Kartentricks gezeigt. Und da muss man irgendwann sehr gut Leute einschätzen können. Da habe ich gemerkt, ich kann das sehr, sehr gut und diese Themen sind mittlerweile Bestandteil der Show. Kennst du Till? Ja, klar. Kennt ihr euch? Also, wir kennen uns nicht persönlich. Thorsten, aber Till, nicht Thorsten. Wir haben in der Kneipe nebeneinander gesessen, aber da wirst du dich nicht dran erinnern. Ja, in Köln wahrscheinlich. Genau. Habt ihr geküsst? Nein, wir haben nicht geküsst. Das wüsste ich doch. Wir müssen jetzt dahinter rutschen, ja, und gucken. Oh Gott, ich bin mit der Hacke durch deinen Holzfußboden, Frau Müller. Und du gehst noch mal vielleicht in die Mitte. Ja, gerne. Und ich würde hier bleiben. Und was trinkst du denn? Wir haben hier dieses Getränk für uns eröffnet. Mach ich mit. Oder wenn da noch was drin ist. Sag mal, du machst ja auch so Outfit-Analyse, ne? Am Rande. Also natürlich sagt die Kleidung schon jede Menge über uns aus, ne? Je nachdem, wie wir irgendwo hingehen. Mhm. Was würdest du bei Till sagen? Wie ist der heute gekleidet? Was hatte er heute vor? Er wollte wahrscheinlich nicht die Moderatorin aufreißen. Doch, er hat's ja versucht. Ja? Jetzt sitze ich ja noch dazwischen. Ja. Mensch, hier. Das ist macht Jungs, nichts. Das macht gar nichts. Was sagen Menschen durch ihre Kleidung? Sagen sie wirklich was aus oder ist das nicht alles ein Modetrend?
Das kann man in einem Satz nicht beantworten. Also zum Beispiel, wenn jemand sich grundsätzlich anders anzieht als alle anderen, dann zeigt er damit, ich bin Individuum, ich will nicht zur Gruppe gehören. Das Witzige ist nur, dass zum Beispiel unheimlich oft Randgruppen, die das machen, in sich schon wieder so uniform sind, dass sie ja da auch wieder zueinander gehören. Mhm. Viel spannender ist eigentlich die Farbwahl. Also was für eine Farbe hat jemand dann? Das fand ich zum Beispiel ganz cool, als ich das Buch geschrieben habe. Da habe ich eine Studie gelesen, dass Rot offensichtlich wirklich eine ganz besondere Farbe ist. Beim Flirten, aber generell auch. Beim Flirten ist es so, dass Frauen, die ein rotes Oberteil anhaben, dass die viel öfter angesprochen werden, dass die viel begehrenswerter erscheinen. Scheiße, ne? Mann! Scheiße. Schwarz funktioniert ja immer, aber Rot... Nee, ich weiß gar nicht. Schwarz hat man ja an, weil es ein bisschen schlank macht. Also sonst, ich habe überhaupt nicht ein einziges rotes Teil in meinem Schrank. Ich auch nicht. Aber wenn ich Kellner wäre, würde ich ein rotes T-Shirt anziehen. Nee, aber ab morgen habe ich rot. Ich auch. Ja. Zalando zieht dir warm an. Hey! Ja. Aber das wusste ich nicht. Ich dachte, ich finde ja immer, rot ist so eine Unfarbe für Frauen. Nee, das geht noch ab weiter. Ab einem bestimmten Alter, die ja, sagen, kannst du aber auch rauskommen. Ich möchte ein bisschen Pep in mein Leben bringen. Ja. Und dann ziehen die so rot an. Ja, also wenn dir das nicht gefällt, wenn du sagst, das ist mir zu gewollt, zu bemüht, dann reicht es auch, wenn du dich zum Beispiel vor eine rote sagst. Wand... Na, rot! Rot! Ja, vor eine rote Wand kannst du dich setzen. Das färbt offensichtlich auch. Also Leute vor einer roten Wand erscheinen attraktiver. Oder rote Fast rot. Ja, ne, gilt noch nicht. Das ist noch nicht wirklich rot. Ach so. Also Farben finde ich ganz spannend. Aber dann stimmt es, dass Männer wirklich als Signal, wenn Frauen rote Lippen haben und du hast ein rotes Oberteil an, dann ist schon mal pling. Ja, da können wir nicht anders. Da kommen wir nicht aus unserer Haut. Und können wir auch tausendmal sagen, ich stehe nicht auf solche Oberflächlichkeiten. Doch, da stehen wir alle drauf. Ehrlich? Finden wir gut. Aber du sagst ja auch, dass es auch schon wieder verräterisch ist, wenn man versucht, seinen Lügen zu unterdrücken. Dass man das auch kann, indem man zu lange in die Augen guckt. Weil ich dachte immer, beim Lügen, dass in die Augen gucken heißt, ey, believe me, Baby, ich sage dir die komplette Wahrheit. Ja, und weil das so ist, weil jeder das glaubt, gucken die Leute genau dann in die Augen, meistens, wenn sie nicht die Wahrheit sagen. Also angenommen, ich stelle dir jetzt eine Frage. Brauchst du den Gedanken zu beantworten, wenn du nicht willst. Ne? Aber zum Beispiel der Teppich in deinem Kinderzimmer, weißt du noch, wie der ausgeschaut? Schau mal, bitte. Oh, entschuldige. Der Teppich in deinem Kinderzimmer, so als du so 3-4 Jahre alt warst, weißt du noch, wie der aussieht? Guck mal, so, wieso gucke ich denn weg? Ich muss überlegen. Genau. Und in dem Moment, ich bin dein Mann, ich kann nur gucken oder überlegen. Nee, aber ich du bist kann ein nicht... Mensch. Das heißt, wenn wir nachdenken, dann rufen wir die Information irgendwo ab und wir helfen komischerweise mit den Augen, die Information zu suchen. Ja, aber der Teppich ist natürlich ganz hinten aus der Kindheit. Genau. Der ist natürlich, der sah so aus. Ja. Aber das Wichtige ist, du hast weggeschaut. Um die Informationen abzuholen mit den Augen, guckst du kurz weg. Wenn du mich jetzt angelogen hättest, ne, dann hättest du nicht weggeschaut. Das heißt, normalerweise, wenn jemand mich die ganze Zeit straight anschaut und sagt immer die Antwort, kann ich davon ausgehen, zumindest hake ich dann nochmal nach. Dann können wir nochmal flirten und lügen. Ja. Also beim Flirten sagst du, man denkt ja immer, Flirten geht über die Augen. Geht's aber gar nicht. Flirten geht über die Füße. Können wir mal ein direktes Spiel mitmachen? Könnt ihr alle mitmachen? Aber dann würden wir das mal eben da irgendwo zum Gucken, oder? Weil man sieht uns hier nicht mit unseren Füßen. Das so, oder ist es nicht dass so spannend, wir dass man aufsteht? Komm, wir gehen mal alle raus. Wobei, wenn jetzt alle mitmachen, ne, dann sieht man es sowieso. Also ich würde jetzt hier zum Beispiel stehen und Till würde kommen. Du lügst, das sehe ich schon hier, ey. Das sind meine Füße. Und dann sage ich, da steht Till Schweiger, würde ich jetzt hier sagen. Da steht Till Schweiger, den finde ich so toll. Aber da mag ich jetzt auch gar nicht so hin. Und dann würde ich mich, glaube ich, jetzt hier so, ich glaube, so hinstellen. Ich würde jetzt, glaube ich, weder so noch so. Und beim Flirten sagst du? Irgendwann beim Flirten, wenn wir richtig gut miteinander flirten, oder ihr beide richtig gut miteinander flirtet, würden die Füße in die Richtung zeigen von der Person, auf die du dich gerade voll konzentrierst. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwann sie irgendwas sagt, was du nicht gut findest oder hast keinen Bock mehr, weil du merkst, genau, dann zeigen die Füße irgendwann Richtung Ausgang. Das heißt, du wärst zu höflich wegzurennen, aber mit den Füßen gehst du schon mal vor. Da kann ich davon ausgehen, so in 5 Minuten spätestens wird er sagen, ach du, ich habe ja ganz vergessen, ich habe einen Termin, und wird dann gehen. Meinst du wirklich, manchmal will einer vielleicht gar nicht gehen, sondern weißt, hat ein bisschen Bandscheibe? Jeder, der die Sendung sieht, wird jetzt nicht mehr den Menschen in die Augen schauen, wo man am meisten erkennt, glaube ich, in den Augen, sondern nur noch auf die Füße. Ne? Was die für Leute, viele Frauen natürlich super ist, weil die sagen, endlich haben sich die teuren Schuhe gelohnt. Ja. Was übrigens ganz gut ist, was die wenigsten wissen beim Flirten ist, sobald die Frau, meistens die Frau, sich so hinstellt, ne, so heißt wo das? Jeder sagen würde, jetzt vergeben? Hat sie zugemacht. Nee, jetzt kannst du nicht mehr wegrennen. Wenn du dich so hinstellst, nachdem ich dich angesprochen habe, weiß ich, das ist gut. Ich glaube, die Frau denkt, ich möchte gerne eine schmalere Silhouette erzeugen und kreuze meine Beine. Ja, aber auch selbst, falls jemand ein Selfie macht. Selbst wenn das der Grund wäre, würde das ja heißen, du gehst davon aus, dass ich so genau hingucke, dass du dich schmaler machen willst. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ja. Und du kannst nicht wegrennen. Also eine Pose, bei der du selber nicht wegrennen kannst, ist auf jeden Fall schon mal. Sag mal was zu mir. Ja, flirt mal. Hallo, bist du nicht Till Schweiger? Doch.
Es ist, ich mag das ja, dass du diese Sachen erzählst, aber ich empfinde mich beim Flirten als komplett unkontrolliert. Deswegen bin ich so erstaunt, dass es so viel gibt. Du sagst ja auch immer, es gibt dieses Ding mit den Händen. Ah, da kann man auch immer. Ja, mach mal, genau. Falt mal die Hände. Genau. Ja. Könnt ihr alle mitmachen, alle die Hände falten. Wirklich Daumen über Kreuz, ganz wichtig. Ja. Weil das ist wissenschaftlich erwiesen, dass diejenigen von uns allen, die jetzt den rechten Daumen oben haben, die haben besseren Sex als die anderen. So, und ich hab's gerade schon gesehen. Also, Moment, ich hab den. Ja, aber vielleicht soll ich sagen, freut euch nicht zu früh, das stimmt nämlich nicht ganz, ist genau umgekehrt. Oh, ehrlich? Ja? Ja, ist es wirklich umgekehrt? Ja, ich hätte mich jetzt auch gewundert. Weil du gedacht hast, was soll da noch kommen? Nee, weil ich wusste, das kann nicht stimmen. Das war ganz cool, da hatte ich in Stuttgart letztes Jahr hatte ich einen Auftritt, weil ich ganz genau da kam. Nach dem Tourprogramm kam ein Mann zu mir an den Büchertisch und hat gesagt, Thorsten, das verstehe ich nicht, bei mir lag der linke Daumen oben, bei meiner Frau der rechte. Mit wem hat die Sex? Aber soll ich dir mal was sagen, was aber ich wie, jetzt... Aber wie ist das wissenschaftlich erwiesen? Das ist gar nicht, das ist ein Joke, das stimmt. Ach so, reiner Joke. Das hier war jetzt... Scheiße! Das war jetzt gerade... Scheiße! Das war ein Joke! Ja. Habt ihr auch gerade geguckt, ne? Du sagst ja auch, beim Flirten gibt es so bestimmte Zeichen wie Hohlkreuz machen. Oh, wenn ja. Eine Frau ein Hohlkreuz macht. Ja, wenn die Frau ein Hohlkreuz, wenn die sich dann so hinstellt. Das ist doch dann aber wie bei den Affen, oder? Popo zeigen. Ja, und mit, also natürlich ein bisschen, wobei ich bevorzuge es zu sagen, sie streckt das durch, damit die Beine länger erscheinen und die Brüste größer erscheinen. Und das sind natürlich unschlagbare Waffen für her. Ach so, das heißt Brust raus? Ja. Arsch die Beine sind ein bisschen länger, ehrlich über Hochhack. Und die Beine über Kreuz. Und die Beine über Kreuz, da hast du jedes Signal, was ich versuch's. So, jetzt wollt ihr auch mal, Jungs, ne? Genau. Ja. Ist es mit Hohlkreuz so, ja. Weil man dann schon mal signalisiert, zing? Nee, so ist es nicht. Da könntest du heute. Nee. Ich glaube nicht, dass das der Hintergrund ist. Nein. Haltung. Ja, die Beine erscheinen ja auch länger dadurch, so ein Hohlkreuz. Ach so, ja, das ist wichtig. Ja, und lange Beine finden Männer sehr attraktiv. Ja, ja. Schade eigentlich. Das ist ja nachher. Ja, genau. Das kann man ist ja genau dasselbe. Da kann man ist einiges machen. Und mit Abstand sagst du ja auch, dass eigentlich ist ja immer diese Handbreit, die ich ja sehr angenehm finde. Ja, genau. Wenn ich Menschen ne? nicht Sobald, kenne, richtig. Bitte genau. Abstand. Aber beim Flirt ist das was anderes. Beim Flirt wollen wir dem anderen nahe kommen. Wenn ich wissen wollte, ob du jetzt wirklich interessiert bist oder nicht, dann würde ich einfach mal kurz einen Schritt nach vorne gehen und dir was erzählen. Ja, und dann wieder einen Schritt zurück. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn ich einen Schritt nach vorne gehe, gehst du direkt einen Schritt zurück. Dann weiß ich, aha, das wird wahrscheinlich erstmal nix. Oder du bleibst stehen. Das wäre ein gutes Zeichen. Ich gehe auf jeden Fall einen Schritt zurück, weil jetzt gibt es auch zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst stehen, immer noch ein gutes Zeichen. Noch ein besseres Zeichen. Du fandst das gerade so cool. Du kommst einen Schritt auf mich zu. Oh Gott, ich sag, ist jetzt, es so? Ja, und dann weiß ja, ich, jetzt. Wenn mir jemand gefällt, dann neige ich dazu. Dann gehe ich mit. Also nicht genau. Nach Hause, aber dann gehe ich so zwei Schritte mit. Ja, und das und ist ein gutes Zeichen. Ach Gott, es gibt doch nur Ärger. Und dann erst drehe ich mich um. Das stimmt, das macht man. Ja. Das ist sehr lustig. Oh Gott, ich kann gar nicht mehr normal weiter flirten jetzt. Ohne das nicht immer die ganze Zeit zu beachten. Das ist viel besser jetzt. Es wird viel besser jetzt, wenn du das weißt. Gibst du mir mal mein Heftchen? Ich habe noch so spannende Sachen da drin stehen, was wir noch machen wollen. Ist es für dich eigentlich doof, wenn du Menschen beim Lügen, wenn du sie überführen willst und die benutzen Botox? Ja, das ist ganz doof. Weil da ist keine Regung mehr da. Abgesehen davon, ich würde eh davon ausgehen, dass, oder ich würde davon abraten, Botox zu benutzen, weil die Gedanken wirken sich aus auf den Körper, aber der Körper wirkt sich auch aus auf die Gedanken. Das heißt, Studien haben gezeigt, wenn einer nicht mehr richtig lachen kann, weil er Botox irgendwo im Gesicht hat, dann ist er wirklich nicht mehr so glücklich. Oh, ist das so? Ja. Das ist so wie deine Übung mit diesem, wenn man sagt, man würde morgens erst mal eine Stunde so machen und sich hochorientieren. Nee, eine Minute. Sich hochorientiert, dass der ganze Tag, was wusstest du das, dass der ganze Tag, wenn du morgens schon anfängst, glaube ich, alles hochreißt. Eine Siegerpose heißt das. Eine Siegerpose machst. Ja, was ist das? Eine Minute, dann geht der ganze Tag, ist super. Und wenn du aber morgens die Anti-Siegerpose nämlich so machst. Ist verkackt. Ist verkackt. Ja. Ich mache jetzt jeden Morgen, weißt du, statt Sport, vielleicht geht's ja dann auch weg. Nee, das geht ja nicht weg. Aber es macht ja nicht mehr so viel aus. Die Balkontür auf und einmal hinstellen, beide Arme hoch. Ja. Schalala, da interessiert jetzt keinen. Ob wir haben hier sechs Leute gehabt, die Bungee-Sprung machen sollten. Ne? Ja. Für eine Fernsehsendung. Und wir haben das auch mit diesen Siegerposen ausprobieren wollen, weil ich konnte das erst selber nicht glauben. Und dann sind wir mit diesen sechs Leuten sind wir auf diesen Bungee-Turm hoch und haben die gefragt, würdet ihr da runterspringen? Da haben die alle sechs gesagt, ja, wir wollen springen.
Dann habe ich die in jeweils zwei Gruppen aufgeteilt, drei Leute. Drei von denen sollten eine Minute lang so eine Siegerpose machen, also sich echt so hinstellen und sagen, hier, sich vorstellen, sie wären schon gesprungen, das richtig toll finden. Und die anderen, die sollten sich so hinstellen, also die Beine so ganz nah zusammen und so nach unten gekauert, nach unten gucken, so sich klein machen, eine Angstpose einnehmen. Und dann sind wir mit denen auf diesen Sprungturm hoch und haben gemessen, wie lange brauchen die, um abzuspringen. Und die Leute, die eine Angstpose gemacht haben, von den dreien, ist einer gar nicht gesprungen, obwohl er vorher gesagt hat, ich springe auf jeden Fall darunter. Einer ist gesprungen und gestorben. Nee, das Entschuldigung. Zwei haben, die anderen beiden haben so ungefähr 30 Sekunden gezögert, bevor sie abgesprungen sind. Aber Wahnsinn, und die drei anderen sind direkt, weniger als 2 Sekunden haben die gezögert, alle drei. Die sind sofort gesprungen. Und das fand ich schon geil. Wenn wir nochmal zurückkommen, wenn ich jetzt zählen eine Frage stellen würde, und du würdest ihn bei der Antwort beobachten. Du könntest schon vermuten, ob das dann... Wenn ich jetzt... Ich stelle die Frage und du guckst ihn mal an. Hm? Es gibt nur eine Chance. Hast du jemals in deinem Leben eine Qualle getötet? Nein! Nein! Höchstens aus Versehen! Und? Das ist die Wahrheit, oder? Absolute... Hat er super geschafft. Ja. Wir machen noch ein Spiel. Hast du Münzen dabei? Wollen wir ein anderes machen? Ich fang mit dir. Ah, Schauspieler ist gut. Ich fang mit dir an. Nimmst du hinter deinem Rücken in eine von deinen beiden Händen. Genau, locker hinsetzen. Warte mal, aber erst mischen. Aber wichtig ist, die Münze muss wirklich in einer deiner beiden Hände sein. Das ist wichtig. Darfst du mich jetzt nicht dran kriegen und die Münze in die Tasche stecken. Tasche war sie nicht, nur unter meinem Popo. Ja, nee. Okay, ich nehme sie in eine. Dann habe ich ja. Gehst mit beiden Händen nach vorne? Ja, sehr gut. Jetzt kann ich zum Beispiel, erkennt ihn ja, schau mal, das ist ins er hält die Daumen nicht gleich. Schau mal, der Daumen der rechten Hand, der ist so angewinkelt, der Daumen der linken ist so. Und die kleinen Finger sind ja auch nicht gleich. Der kleine Finger der rechten Hand ist so drin, der kleine Finger von dem ist parallel. Aber und das ist wirklich unspannend. Der hat eine 50-50-prozentige Chance. Okay, also, aber es heißt, deshalb, er kann ja nicht, auch. Okay. Bist du rechts oder links? Also mit welcher Hand schreibst du normalerweise? Mit links. Okay, jetzt müssen wir in der Hand. Dreh mal um und mach auf. Ich hab gesagt, ich schreibe mit links. Ich weiß, aber ich sag's, es in der Hand. Was wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich schreibe mit rechts? Hättest du dann gesagt, es in der? Weiß ich nicht genau. Mein Betty ist ja. Ja, hier, schau mal genau. Wie machst du denn das? Ich verstehe das nicht. Ist das Glück. Zauberei? Das war Glück. Das kann nicht Glück. Mach nochmal. 50-50. Ja, mach nochmal, misch. Ja. Er darf jetzt hinten hin und her mischen, oder? Ja, klar. Ist übrigens spannend. Also die Tatsache, ob er jetzt dabei bleibt oder ob er wechselt, die verrät uns jede Menge über seinen Charakter. Woher weiß das? Das ist ja so geil beim Schnickschnack-Schnuck. Also, wenn man denkt, macht er das jetzt nochmal oder nicht? Ne? Und jetzt. Aber du hast sie jetzt nicht liegen lassen oder so dahin. Du hast sie da drin. Nein. Geh mal mit einer Hand so über die andere drüber und bleib dann so. Was muss ich jetzt machen, damit ich ihn. So? So? Hm? Okay. Ey, das ist Boris Becker! Okay, zweimal Klick. No, okay. Komm, dreimal. Okay, noch einmal. Wenn das jetzt wieder klappt, dann glaube ich, dass du wirklich... Dass er zaubern kann. Hm? Dann sagen wir kennen einen, der wirklich zaubern kann. Aber dann fange ich an, das Glück... Man versteht es nicht. Ich verstehe es nicht. Was glaubt ihr? Ja. Nee, muss schon... Das schafft er jetzt nicht. Aber du musst weißt, was dran, das hast du vorher nie gesagt. Das heißt, du hast gewechselt. Die Münze sind der Hand. Dreh mal um. Mach auf. Wieso habe ich das vorher nicht gesagt? Was soll die Scheiße? Ina, mach mal schnell den Mund auf. Das stimmt nicht. Okay, er hat dreimal richtig. Okay. Aber trotzdem, ich verstehe es nicht. Das macht mich wahnsinnig. Ja, das ist natürlich, also viel bei mir besteht ja auch aus Geheimnis. Ne? Und ich verrate ja ganz viel auch in der Show. Aber dieses eine Geheimnis, das verrate ich jetzt. Das ist aber voll gemein. Guck mal, ich habe so Sachen, das finde ich so lustig. Das hier, wollt ihr mit den Shanties machen, gell? Ja, oder du machst das mit Till. Ne, mit allen machen wir das. Oder das wir können ja alle mitmachen. Allen. Okay, dann machen wir das so. Also, ich zähle jetzt bis 3. Mal mit rüber, gucken. Und wenn ich sage 3, und jetzt, dann liest bitte jeder von euch laut und deutlich, es ist wirklich wichtig, dass wir alle das hören, liest die 3 Wörter hier vor. Ja? Also bei 3, alle laut und deutlich die 3 Wörter hier. Fertig? 3, 2, 1, jetzt! Tisch, Gabel, Blatt! Sehr gut, genau. Und jetzt machen wir was Ähnliches nochmal. Ich zähle nämlich gleich 1, 2, 3 und sage jetzt. Und dann sagt ihr aber nicht die Wörter, die hier stehen, sondern ihr sagt die Farbe, in der die Wörter geschrieben sind, okay? Also die Wörter spielen gar keine Rolle, die Buchstaben sind vollkommen unerheblich. Ihr sagt einfach die Farbe, in der die Buchstaben geschrieben, die Wörter geschrieben sind. Fertig? 3,
2, 1, jetzt! Grün-Blau! Ach so, scheiße, was? Schwierig, ne? Ach so, das ist gar nicht so einfach, ne? Also ach, scheiße. Ja. Nochmal? Na, können wir auch gerne nochmal machen. Also es geht ist das tatsächlich, schwer? Das geht ja, überhaupt nicht. Genau, und darum geht's. Das heißt, wir sind totale Gewohnheitstiere. Ja, bitte. Hm? Man müsste jetzt sagen, grün, rot, blau. Ja, blau stimmt sogar. Wir sind voll doof, glaube ich. Der Mensch ist doof. Komm, wir sammeln mal Bierdeckelchen ein. Ja. Setzen uns hier oben rauf. Kommst du hier rauf? Ja. So. Dann bin ich jetzt ja mal sehr gespannt. Ja, ich auch. Hoffentlich jetzt nicht Glas. So kompliziertes Zeug. Ja, noch? Hier sind noch zwei schon mal. Können wir mal gleich nehmen. Wie erkenne ich einen Fake-Orgasmus? Das musst du jetzt Till mal erzählen. Also, das weiß ich nicht. What? Bist du auch verheiratet? Also, hast du deiner Frau nie in die Augen geguckt? Das Interessante ist, wir finden einen Schlafzimmerblick deshalb so toll, weil wir beim Orgasmus genau diesen Blick machen. Das heißt, wenn der Schlafzimmerblick beim Orgasmus fehlt, dann ist er nicht echt. Wie geht er denn? Ja, so genau. Zu oft, wenn einer im Drehbuch steht, Till guckt mit Schlafzimmerblick zur Moderatorin. Nicht, was ist denn ein Schlafzimmerblick? Das ist der, glaube ich, halb offen, ne? Genau, die Augen sind so halb geschlossen. Nee, das ist, glaube ich, so. Ich glaube, dann waren sämtliche Orgasmen, die ich erleben durfte, vorgespielt. Ich glaube, das ist das, was ich dir gerne mit nach Hause geben möchte heute Abend. Ja. Dass du dir das einfach mal mit nach Hause nimmst und mal drüber nachdenkst. Ich musste 50 wenn schon Jahre alt werden. Hättest du mich mal früher gefragt. Ja. Ist bei dir schon mal ein Trick daneben gegangen? Ja, natürlich, das passiert. Also gehen auch mal Sachen daneben. Also ich habe sowohl Menschen auf der Bühne, auch ich selber bin ein Mensch. Das Schönste, was daneben gegangen ist, war in Wiener Neustadt, weiß ich ja ganz genau. Da habe ich ein Spiel gespielt, das bestand darin, dass ich einen Mann auf die Bühne gebeten habe. Und der sollte im Publikum sich eine Person aussuchen und die beschreiben. Ja. Und der Zettel wurde dann zusammengefaltet, kam in den Umschlag. Ich habe den natürlich nicht gesehen. Und meine Aufgabe war dann, diesen Umschlag der Person zu geben, die da drin beschrieben wurde. Und die hat sich dann ihre eigene Beschreibung vorgelesen. Und ich bin dann dem Abend losgegangen und dachte mir, oh, da saß eine sehr attraktive Frau, die hätte ich ausgewählt, der gebe ich mal diesen Umschlag. Und dann macht die das auf und geht auf die Bühne, ganz groß, steht im Spot und macht diesen Umschlag auf und öffnet den Zettel und da steht dann drauf, Mann mit Glatze. Es hat nicht geklappt. Wie hast du das dann gelöst? Indem ich gesagt habe, offensichtlich habe ich mich geirrt. Und die haben alle gedacht, das ist ein Joke und jetzt kommt der zweite Umschlag mit... Nee, das Interessante ist, dass tatsächlich dieser Gag, dieser Lacher, der war so groß, dass alle gedacht haben, das macht er jeden Abend. Ja, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch vermutet. Hast du auch einen schönen Zauberstab? Antworte! Na, was ist schön, ne? Das liegt im Auge des Betrachters. Ist das dann doch noch so? Betrachters? Ist das dann doch noch so? Ja. Wer lügt besser, Männer oder Frauen? Eine Frage, die immer wieder kommt. Was sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Wer lügt besser, Männer oder Frauen? Es gibt da keine Unterschiede. Es gibt andere Gründe. Männer lügen in der Regel, weil sie sich selbst erhöhen wollen. Also die erzählen, ich verdiene so und so viel, das stimmt aber gar nicht, das ist viel weniger. Oder das Auto hat weniger PS, als sie sagen. Oder sie fahren gar nicht das Auto, das sie behaupten. Das heißt, die erhöhen sich damit selbst. Oder Frauen geben haben multiple Orgasmen seit Jahren. Oder sowas, genau. Meine natürlich. Meine, meine bei mir. Und Frauen lügen, also nochmal, wenn man es denn über einen Kamm scheren will. Ja, aber Frauen lügen in der Regel eher, damit es dem anderen besser geht. Die sagen, oh, das steht dir aber gut. Siehst du, Empathie. Oder, nee, hast nicht zugenommen. Oder, okay. Brauchst natürlich das neue Paar Schuhe. Ja. Steht dir gut, sowas. Hätte ich auch gekauft. Genau, das sind eher Frauenlügen. Was mich immer wundert, ist sowohl bei mir als auch in meinem Freundeskreis, dass Männer, wenn die fremdgehen, immer so extra doof sind. Also, ja, extra doof im Sinne von die... Lügen schlecht, lassen Zettelchen irgendwo, damit die Frau das findet. Ja, weil sie doof sind. Sind sie wirklich doof? Deswegen können Frauen, ich würde mal sagen, ich bin hier nicht der Spezialist, aber mit meiner Lebenserfahrung, mit meinem Wissensstand, sage ich, Frauen können viel besser lügen als Männer. Das würde uns nie passieren. Weil sie empathischer sind als Männer, weil sie eine emotionale Intelligenz haben, die höher ist als der Männer. Ey, Frauen, wir sind nicht so früher war es immer so, früher hat man gedacht so, 50% der Männer gehen fremd und irgendwie jede 20. Frau geht fremd. Ne? Ich habe damals immer schon gedacht, so, das geht dann mathematisch gar nicht. Das musst du, wo kommen die denn her? Ne? Ja. Und dann irgendwann, nach neuesten Untersuchungen, weiß man, dass Frauen mindestens genauso oft fremd gehen wie Männer. Hätte ich dir schon vor 20 Jahren sagen können. Habe ich damals auch gedacht. So, also mathematisch. Ne? Ja, ja. Das ist einfach so, weil das stimmt, was du gesagt hast.
Also Männer, und diese Umfragen kamen zustande, weil die Männer eben gesagt haben, klar, ich habe die und die und die und die, um damit anzugeben. Und die Frauen haben sich gesagt, das muss doch keiner wissen. Hast du heute unmittelbar vor der Sendung auch eine Siegerpose gemacht? Ich habe eine Siegerpose. Ja, könnt ihr drüben fragen in der Garderobe, die haben das gesehen, ich habe eine Siegerpose gemacht. Ja. Wollen wir das nicht einmal zum Schluss einmal machen, um für die Band, die uns am Schluss jetzt nach Hause spielt, nochmal so einmal ganz viel Energie zu haben? Ja, klar. Das würde ich ganz schön finden. Ja, klar. Oh. Das ist ganz einfach. Nee, du brauchst gar nicht. Oh, yeah. Rocky ist doch schön. Aber ich wollte gerade die Tatortmelodie singen. Aber Pose heißt ja, dass du nichts dazu sagen musst. Die Pose, ach so, reicht. Die Pose, wie geht die denn so? Ja, also, das ist ganz spannend. Die für mich gehört Musik dazu. Ja, dann mach Musik dazu. Musik so geil und laut wird, bedanke ich mich jetzt schon mal natürlich bei Til Schweiger, meinem Lieblingsschauspieler, bei meinem Lieblingsmentalisten, bei Thorsten Havener, bei meinem Publikum heute Abend, bei meinen Schente-Jungs und natürlich bei Exclusive! Juhu! Elektrisch blendend.
mittlerweile gibt es ja schon warmes Menü, wo es nach Hähnchenflügel riecht und sowas. Nein, ist das nicht ganz eklig? Das ist furchtbar. Könntest du nicht, weil du so reich bist, in Hamburg das erste Kino eröffnen, wo es nur Whisky und Zigaretten gibt und Essverbot? Wir machen so, weil ich so viel Geld habe und du so viel Geld hast, machen wir zwei Kinos auf. Ich das Nichtraucherkino mit Whisky. Ist dann natürlich genau dein Sprechverbot. Ja, genau. Und es gibt nur Kino 1 und Kino 2. Genau. Wir machen kein Programmkino, wir machen richtig gute, große Filme. Ja. Wir fangen jetzt nicht an zu sagen, mit Untertitel und so ein Scheiß. Nee, doch, wir strahlen unsere Filme nur im Original aus. So, was meine ich, das machen wir nicht. Entweder deutsche Filme oder original französisch, original amerikanisch, original britisch. Guckst du die? Guckst du original? Natürlich, ich gucke keine synchronisierten Filme. Ich finde das so schlimm. Ja. Aber verstehst du denn original französische Filme? Sprichst du so gut Französisch? Ja. Nee, bien sûr. Oh la la. Nein, also Französisch, nein, okay, du musst dazu die Untertitel haben. In meinem Kino laufen denn nur Synchronisierte und bei dir nie. Frisch gepresster Saft, nicht synchronisiert. Also, ich sag mal. Nicht rauchen. Und bei mir das Gegenteil. Nur Blockbuster. Untertitel und synchronisiert Whisky. Das wäre lustig. Nein, du hast keine Untertitel, weil die sind synchronisiert. Nee, braucht man ja nicht. Nein, ich dachte, für die nicht mehr hören. Meine Shanties können meistens besser gucken als hören. Deswegen dachte ich, können die noch mal so lesen. Du bist 50 geworden. Ich bin jünger. Nicht mehr lang, ne? Nicht mehr lang, ich glaube, ich bin ein halbes Jahr jünger. Misst du schon Blutdruck manchmal? Ich habe schon mal Blutdruck gemessen, ja. Und ist immer noch alles gut? Naja, wenn ich so eine Nacht richtig durchgemacht habe, dann ist der schon mal ein bisschen höher. Aber sonst habe ich normalen Blutdruck, ja. Und hast du schon so Grunderkrankungen? Na ja, weißt, was ich meine. Ja. Was man so hat irgendwann, so Prostata. Ja, ja, so, gehst du da zu Untersuchungen? Ich hab schon so eine Untersuchung gemacht, ja. Machst du mir da auch rein? Bist du auch eiswürfelsüchtig? Ja, wenn der so warm ist, ne? Er kam aus dem Kühlschrank. Ja, er kam. Vor einer Stunde, ne? So. Tabletten nimmst du aber noch nichts gegen irgendwas ein. Ich überlege, was sind denn eigentlich Herzinsuffizienz? Aber dafür bist du zu jung, ne? Ja. Machst du schon noch Sport mit einem? Ja, ja. Hast du dein Bad schon so ein bisschen umgebaut? Ich habe sogar schon einen Lift an der Treppe, ne? Sowas hast du nicht, einen Treppenlift da? Doch. Ich fand das in deinem Film ganz lustig, dass alles wirklich wunderschön war in dem Film. Alles war wie so gestylte Brotdosen, Becher, alles war ganz schön. Nur die Gehhilfe vom Demenzkranken, die gibt's noch nicht von Manufaktum, dachte ich so, als ich den Film sah. Ja, Das schoss richtig raus, dass die nicht... Kinderzimmer, so, weißt du, so 3-4 Jahre alt warst. Weißt du noch, wie der aussieht? Guck mal, ich wieso gucke ich denn weg? Ich muss überlegen. Genau. Und in dem ich Moment, bin dein Mann, ich kann nur gucken oder überlegen. Nee, aber ich du kann bist nicht ein Mensch. Das heißt, wenn wir nachdenken, dann rufen wir die Information irgendwo ab und wir helfen komischerweise mit den Augen, die Information zu suchen. Ja, aber der Teppich ist natürlich ganz hinten aus der Kindheit. Genau. Der ist natürlich, der sah so aus. Ja. Aber das Wichtige ist, du hast weggeschaut. Um die Informationen abzuholen, mit den Augen guckst du kurz weg. Wenn du mich jetzt angelogen hättest, ne, dann hättest du nicht weggeschaut. Das heißt, normalerweise, wenn jemand mich die ganze Zeit straight anschaut und sagt immer die Antwort, kann ich davon ausgehen, zumindest hake ich dann noch mal nach. Können wir noch mal flirten und lügen. Ja. Also beim Flirten sagst du, wenn, man denkt ja immer, flirten geht über die Augen. Geht's aber gar nicht. Flirten geht über die Füße. Können wir mal ein direktes Spiel mitmachen? Könnt ihr alle mitmachen? Aber dann würden wir das mal eben da irgendwo zum Gucken. Oder weil man sieht uns hier nicht mit unseren Füßen. Das so, oder ist das nicht dass so spannend, wir dass man aufsteht? Wir gehen mal alle raus. Wobei, wenn jetzt alle mitmachen, ne, dann sieht man es sowieso. Also ich würde jetzt hier zum Beispiel stehen und Till würde kommen. Du lügst, das sehe ich schon hier, ey. Das sind meine Füße. Und dann sage ich, da steht Till Schweiger, würde ich jetzt hier sagen. Da steht Till Schweiger, den finde ich so toll. Aber da mag ich jetzt auch gar nicht so hin. Und dann würde ich mich, glaube ich, jetzt hier so, ich glaube, so hinstellen. Ich würde jetzt, glaube ich, weder so noch so. Und beim Flirten sagst du? Irgendwann beim Flirten, wenn wir richtig gut miteinander flirten, oder ihr beide richtig gut miteinander flirtet, würden die Füße in die Richtung zeigen von der Person, auf die du dich gerade voll konzentrierst. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwann sie irgendwas sagt, was du nicht gut findest oder hast keinen Bock mehr, weil du merkst, genau, dann zeigen die Füße irgendwann Richtung Ausgang. Das heißt, du wärst zu höflich wegzurennen, aber mit den Füßen gehst du schon mal vor. Dann kann ich davon ausgehen, so in 5 Minuten spätestens wird er sagen, ach du, ich habe ja ganz vergessen, ich habe noch einen Termin, und wird dann gehen. Meinst du wirklich, manchmal will einer vielleicht gar nicht gehen, sondern hat ein bisschen Bandscheibe? Jeder, der die Sendung sieht, wird jetzt nicht mehr den
Menschen in die Augen schauen, wo man am meisten erkennt, glaube ich, in den Augen, sondern nur noch auf die Füße. Ne? Was die Leute, viele Frauen natürlich super ist, ja, so, weil die sagen, endlich haben sich die teuren Schuhe gelohnt. Ja. Was übrigens ganz gut ist, was die wenigsten wissen beim Flirten ist, sobald die Frau, meistens die Frau, sich so hinstellt, ne, so heißt wo das? Jeder sagen würde, ah, jetzt vergeben? Hat sie zugemacht. Nee, jetzt kannst du nicht mehr wegrennen. Wenn du dich so hinstellst, nachdem ich dich angesprochen habe, weiß ich, aha. Das ist gut. Ich glaube, die Frau denkt, ich möchte gerne eine schmalere Silhouette erzeugen und kreuze meine Beine. Ja, aber auch selbst, falls jemand ein Selfie macht. Selbst wenn das der Grund wäre, würde das ja heißen, du gehst davon aus, dass ich so genau hingucke, dass du dich schmaler machen willst. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ja. Und du kannst nicht wegrennen. Also eine Pose, bei der du selber nicht wegrennen kannst, ist auf jeden Fall schon mal. Sag mal was zu mir. Ja, flirt mal. Hallo, bist du nicht Til Schweiger? Es ist, ich mag das ja, dass du diese Sachen erzählst, aber ich empfinde mich beim Flirten als komplett unkontrolliert. Deswegen bin ich so erstaunt, dass es so viel gibt. Ich lasse ein Zettelchen irgendwo, damit die Frau das findet. Ja, weil sie doof Frauen, sind. Sind nein, sie wirklich deswegen doof? Deswegen können oder? Frauen, ich würde mal sagen, ich bin hier nicht der Spezialist, aber mit meiner Lebenserfahrung, mit meinem Wissensstand, sage ich, Frauen können viel besser lügen als Männer. Das würde uns nie passieren. Weil sie empathischer sind als Männer, weil sie eine emotionale Intelligenz haben, die höher ist als der Männer. Ey, Frauen, und wir sind nicht so früher war es immer so, früher hat man gedacht, so 50% der Männer gehen fremd und irgendwie jede 20. Frau geht fremd. Ne? Ich habe damals immer schon gedacht, so, das geht dann mathematisch gar nicht. Das musst du, wo kommen die denn her? Ne? Ja. Ne? Und dann irgendwann, nach neuesten Untersuchungen, weiß man, dass Frauen mindestens genauso oft fremdgehen wie Männer. Hätte ich dir schon vor 20 Jahren sagen können. Habe ich damals auch gedacht, so, also mathematisch. Ne? Ja, ja. Das ist einfach so, weil das stimmt, was du gesagt hast. Also Männer, diese Umfragen kamen zustande, weil die Männer eben gesagt haben, klar, ich habe die und die und die und die, um damit anzugeben. Und die Frauen haben sich gesagt, das muss doch keiner wissen. Hast du heute... Unmittelbar vor der Sendung auch eine Siegerpose gemacht. Hast du? Eine Siegerpose. Ja, könnt ihr da drüben fragen in der Garderobe. Die haben das gesehen. Ich habe eine Siegerpose gemacht. Ja. Wollen wir das nicht einmal zum Schluss einmal machen, um für die Band, die uns am Schluss jetzt nach Hause spielt, noch mal so einmal ganz viel Energie zu haben? Ja, klar. Das würde ich ganz schön finden. Ja, klar. Das ist ganz einfach. Nee, du brauchst gar nicht. Rocky ist doch schön. Aber ich wollte gerade die Tatort-Melodie singen. Aber das Pose heißt ja, dass du nichts dazu sagen musst. Die Pose, ach so, reicht, die Pose, das reicht wie schon. Geht die denn so? Ja, also, das ist ganz spannend. Die für mich gehört Musik dazu. Ja, dann mach Musik dazu. Musik und ich freue mich auf unsere Musik, die jetzt kommt. Aber weil es gleich so geil und laut wird, bedanke ich mich jetzt schon mal natürlich bei Til Schweiger, meinem Lieblingsschauspieler, bei meinem Lieblingsmentalisten, bei Thorsten Havener, bei meinem Publikum heute Abend, bei meinen Schente-Jungs und natürlich bei Exclusive! Von Knockin' on Heaven's Door und Barfuß. Also das ist sicher tragischer als Barfuß, aber es hat eben auch eine, sag ich mal, eine traurige Grundanlage, weil der Mann ist dement und Demenz verläuft eben immer auf ein ganz tragisches Ende hinaus, läuft hinaus. Und was wir eben zeigen wollten, ist zum einen, dass Kinder, das weiß ich aus meiner Recherche, Kinder mit Dementen eigentlich, also kleine Kinder, mit Dementen viel natürlicher umgehen und viel, viel schöner, also besser auf die eingehen, ja, naiver, als Erwachsene. Also positiv naiver. Ja, das ist natürlich naiv, aber eben dadurch auch viel angenehmer. Stimmt es, dass du immer deine Drehbücher deinem Papa gibst als erstes, damit der das mal liest? So? Machst du das immer noch? Ich mache das immer noch, aber nicht als erstes, sondern es gibt so ein paar Leute, denen ich meine Bücher gebe, da gehören auch Freunde dazu. Mhm. Ne?
Und auch mein Vater. Und eigentlich jeder, der Interesse hat. Also es wird keiner von mir genötigt, ein Buch zu lesen, aber wenn einer sagt, ja, das ist wichtig, das ist immer ein guter Input, den man bekommt. Ne? Aber er hat ja mit Film gar nichts zu tun. Eben deswegen. Ne? Weil, aber er sagt immer, ihm wäre immer ein bisschen zu viel Sex drin, ein bisschen zu viel Gerede über Sex. Das hat er bei Honig im Kopf nicht gesagt. Wie, da hat er das nicht gesagt? Ja. Du gehst, glaube ich, genauso ungern wie ich in ein normales Kino, wo gegessen wird. Mittlerweile gibt es ja schon warmes Menü, wo es nach Hähnchenflügel riecht und sowas. Ist das nicht ganz eklig? Das ist furchtbar. Könntest du nicht, weil du so reich bist, in Hamburg das erste Kino eröffnen, wo es nur Whisky und Zigaretten gibt und Essverbot? Wir machen es so, weil ich so viel Geld habe und du so viel Geld hast, machen wir zwei Kinos ab. Ich das Nichtraucher-Kino mit super. Whisky. Ist dann natürlich genau daneben. Sprechverbot. Ja, genau. Und ja. Es gibt nur Kino 1 und Kino 2. Genau. Wir machen kein Programmkino, wir machen richtig gute, große Filme. Ja. Wir fangen jetzt nicht an zu sagen, mit Untertitel und so ein Scheiß. Nee, doch, wir strahlen unsere Filme nur im Original aus. So, was meine ich? Das machen wir nicht. Entweder deutsche Filme oder original französisch, original amerikanisch, original britisch. Guckst du die? Guckst du original? Natürlich, ich gucke keine synchronisierten Filme. Ich finde das so schlimm. Ja. Aber verstehst du denn original französische Filme? Sprichst du so gut Französisch? Nee, bien sûr. Oh la la. Nein, also Französisch, nein. Okay, du musst dazu die Untertitel haben. Okay, in meinem Kino laufen denn nur Synchronisierte und bei dir nie. Frisch gepresster Saft, nichts synchronisiert. Also, ich sag mal... Nicht rauchen. Und bei mir das Gegenteil. Nur Blockbuster... Untertitel unsynchronisiert Whisky. Das wäre lustig. Nein, du hast keine Untertitel, weil die sind synchronisiert. Nee, braucht man ja nicht. Nein, ich dachte, für die nicht mehr hören. Meine Shanties können meistens besser gucken als hören. Deswegen dachte ich, können die noch mal so lesen. Du bist 50 geworden. Und, das ist ja die Wahrheit, oder? Absolute. Hat er super geschafft. Ja. Wir machen noch ein Spiel. Hast du Münzen dabei? Wollen wir ein anderes machen? Ich fang mit dir. Ah, Schauspieler ist gut. Ich fang mit dir an. Nimmst du hinter deinem Rücken in eine von deinen beiden Händen. Genau, locker hinsetzen. Warte, warte, warte. Erst mischen. Aber wichtig ist, die Münze muss wirklich in einer deiner beiden Hände sein. Das ist wichtig. Darfst du mich jetzt nicht dran kriegen und die Münze in die Tasche stecken. Tasche war sie nicht, nur unter meinem Popo. Ja, nee. Okay, ich nehme sie in eine. Hast du? Hab ich, ja. Gehst mit beiden Händen nach vorne? Ja, sehr gut. Jetzt kann ich zum Beispiel, erkennt ihn ja, schau mal, er hält die Daumen nicht gleich. Schau mal, der Daumen der rechten Hand, der ist so angewinkelt, der Daumen der linken ist so. Und die kleinen Finger sind ja auch nicht gleich. Der kleine Finger der rechten Hand ist so drin, der kleine Finger von dem ist parallel. Aber und das ist ja nicht unspannend. Der hat eine 50-50-prozentige Chance. Okay, also, aber es heißt, deshalb, er kann nicht, auch. Okay. Bist du rechts oder links? Also mit welcher Hand schreibst du normalerweise? Mit links. Okay, jetzt müssen wir in der Hand. Dreh mal um und mach auf. Ich hab gesagt, ich schreibe mit links. Ich weiß, aber ich sag's, es ist in der Hand. Was wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich schreibe mit rechts? Hättest du dann gesagt, es ist in der? Weiß ich nicht genau. Mein Betty ist ja... Ja, hier, schau mal genau. Wie machst du denn das? Ich verstehe das nicht. Das ist das Glück. Zauberei? Nein, das ist Glück. Das kann nicht Glück. Mach nochmal. 50-50. Ja, mach nochmal, genau. Misch. Ja. Er darf jetzt hinten hin und her mischen, oder? Ja, klar. Ja, klar. Ist übrigens spannend. Also die Tatsache, ob er jetzt dabei bleibt oder ob er wechselt, die verrät uns jede Menge über seinen Charakter. Ja, das ist ja so geil beim Schnickschnack-Schnuck. Also immer denkst, macht er das jetzt nochmal oder nicht? Ne? Und jetzt... Aber du hast sie jetzt nicht liegen lassen oder so dahin. Du hast sie da drin. Nein. Geh mal mit einer Hand so über die andere drüber und bleib dann so. Was muss ich jetzt machen, damit ich ihn... so? So? Hm? Okay. Ey, das ist Boris Becker! Okay, zweimal Klick. No, okay. Komm, dreimal. Okay, noch einmal. Wenn das jetzt wieder klappt, dann glaube ich, dass du wirklich... Dass er zaubern kann. Hm? Dann sagen wir kennen einen, der das wirklich zaubern kann. Aber dann fange ich an, das Glück... Man versteht es nicht. Ich verstehe es nicht. Was glaubt ihr? Ja. Nee, muss schon... Das geschafft er jetzt nicht. Aber du musst weißt, was dran, das hast du vorher nie gesagt. Das heißt, du hast gewechselt. Die Münze sind in der Hand. Dreh mal um. Mach auf. Wieso habe ich das vorher nicht gesagt? Was soll die Scheiße? Ina, mach mal schnell den Mund auf. Das stimmt nicht. Okay, ja, dreimal richtig. Okay. Aber trotzdem, jetzt versteh's erklär das nicht. Mal. Ich verstehe es nicht. Erklär's das macht mich mal. Wahnsinn. Ja, das ist natürlich, also viel bei mir besteht ja auch aus Geheimnis. Ne? Und ich verrate ja ganz viel auch in der Show. Aber dieses eine Geheimnis, das verrate ich jetzt. Das ist aber voll gemein. Ey. Guck mal, ich habe so Sachen, das finde ich so lustig.
Das hier, wollt ihr mit den Shanties machen, gell? Ja, oder du machst das mit Till? Ne, mit allen machen wir das. Oder das wir können ja alle mit allen. Okay, dann machen wir das so. Ein Champagner wert. Okay, komm, wir gehen zum Tresen. Okay. Du kannst aber, dürfen wir zwei Gläser dafür haben, Frau Müller? Willst du mal durchrücken? Du kannst aber auch lieber Bier. Bezirke Offiziere. Was du möchtest. Nee, ich bin, Bier trinke ich eigentlich nur im Sommer, wenn es heiß ist. Habe ich mir gedacht, mit Eiswürfel. Nee, ohne Eiswürfel. Bist du ein bisschen erkältet? Volles Rohr, ja. Alle, die da sind um mich rum, sind so krank. Nur ich, alte Wurst. Ist das alkoholfreier Champagner? Nee. Nee. Also wenn es so weit ist, höre ich auf, glaube ich. So. Prost. Tja, Till. Danke, Prost, Jungs. Was ich am sympathischsten von allen Dingen, die ich über dich gelesen habe, fand, dass du gesagt hast, Menschen, die ohne Angst fliegen können und vom vielen Fressen nicht fett werden, die bewunderst du. Und nein, die beneide ich. Weil ich bin kein neidischer Mensch, aber die einzigen Menschen, die ich beneide, habe ich mal gesagt, sind die, die gerne fliegen, essen können, was sie wollen, ohne zuzunehmen und jederzeit schlafen können, wann sie wollen. Und dann auch so 10 Stunden am Stück. Kannst du nicht schlafen? Viel? Doch, und aber nee, 10 Stunden schaffe ich nicht, 8 Stunden auch nicht. Was hast du gegen die Flugangst gemacht? Saufen vorher? Nee, ich habe mal so ein Seminar gemacht bei der Lufthansa. Das hat auch echt viel gebracht, so gegen Flugangst. Und dann ist aber, dann sind zwei Maschinen runtergekommen. Das hat dann irgendwie das alles genau wie bei mir. Weil es war vorher alles cool und dann war so dies und das. Und dann gab es diesen Absturz irgendwo über Kanada, weißt du das noch? Wieder halbe genau. Stunde nee, zwei über, Stunden. Über Wasser am Abstürzen war. Ja. Und ich nicht mehr in den Flieger steigen konnte. Ja, das war, genau, gesagt, genau das Unglück, das mir den ganzen Kurs wieder kaputt gemacht hat. Ja. Und dann war wieder Alkohol dran. Ja, ja. Nimmst du Tranquilizer, wenn du fliegst? Nee, das habe ich einmal gemacht. Da bin ich von Montreal nach Paris geflogen und da hat mir einer sowas gegeben, sagte hier, die nach dem Essen trinkst ein Glas Wein, popst die Pille, ne, und dann schläfst du und wachst in Charles de Gaulle auf. Wenn du merkst gar nicht, wie das Flugzeug landet. Ne. Und ich nehme die Pille und nichts passiert. Ne. Und erst im Sinkflug nach Paris merke ich auf einmal, oh, pff. Das ist natürlich unangenehm, weil du wieder arbeiten musstest wahrscheinlich. Nein, aber ich musste meinen Anschlussflug finden und ich war völlig auf Droge. Die haben eine halbe Stunde versucht, mich zu wecken. Ne? Wäre schon mal eine schöne Filmszene, sowas. Ne? Ich habe einen Film gesehen, der jetzt erst anläuft und ich durfte in eine Privatvorstellung gehen, Honig im Kopf. Mhm. Der war ganz, ganz toll. Und ein neues Thema, finde ich, für Schweiger, der sonst eher zwei hippe Leute leben in Berlin. Hast du jetzt gesagt, ich gehe mal das Thema Demenz an. Ja, deswegen habe ich auch immer gesagt, der Film ist eigentlich, geht so in der Tradition von Knockin' on Heaven's Door und Barf. Ich merke, dass ich so seitdem ich so zwischen 40 und 50 jetzt heu nicht mehr als früher. Wenn du in den Spiegel guckst, oder was? Witzig, witzig! Das Lied! Das Lied! Nee, also mit dem Alter hat das, glaube ich, nichts zu tun. Gibt es eigentlich irgendwas, wofür du dich zu alt fühlst? Wo du sagen würdest, dafür bin ich zu alt? Ja, klar, es gibt Rollen, für die ich mich zu alt fühle. Für die ich zu alt bin. Ne? Lover? Ne, also Lover, es gibt ja auch noch rüstige, ältere Menschen, die Lover sind. Ne? Aber jetzt irgendwie... also jetzt ein, sag ich mal, jetzt ein, so eine Rolle, die ganz klar, sag ich mal, konzipiert ist für einen Elias Mbarek. Da wäre ich zu alt für. Bist du eigentlich jemand, der jähzornig ist? Weil es in manchen Interviews gab es so Geschichten von dir, dass du mal Türen eingetreten hast und Rosenverkäufer verprügelt. Ja, ich habe jetzt nicht aus Jähzorn plötzlich so, ich habe mein Plätzchen nicht gekriegt, jetzt drehe ich meine Tür ein. Aber in Gestreits, ne, in Auseinandersetzungen, die irgendwann eskaliert sind, dazu brauchst du ja immer mehrere Leute oder mindestens zwei. Man muss dich provozieren. Ja, oder ich muss mich absolut ungerecht behandelt fühlen. Da kann ich schon auch austitschen. So. Und schläfst du mit zwei riesigen Decken und benutzt beide? Nee, ich benutze nur eine. Jetzt ist es ja so,
Das, woher weißt du das? Weil... Oh mein Gott, da ist jetzt aber was rausgerutscht. Ja. Nein, ich lass, das wird nicht persönlich nehmen. Das war, du hast, wann warst du da? Ich war. Aber du hast mir ja vergessen. Schon während... Du hast ja schon währenddessen jetzt fällt mir gesagt. Alles wieder ein. Es war super. Du hast ja währenddessen schon gesagt, wunder dich nicht, dass, wenn ich dich in 3 Wochen nicht wiedererkenne. Aber das Dana, war im Februar, zu deinem so 50. Her. Durfte Dana doch ein Weltinterview machen. 50 dann, Dinge, die so, keiner über Till weiß. Habt ihr das gemeinsam gemacht? Nein, bist du. Nein. Naja, ich frage mich, weil. Nein. Also, ich weiß gar nicht, wenn mein Freund das mit mir machen würde, ob ich nicht sagen würde, bist du wahnsinnig, wenn sie erzählt, dass du mit deinen Stofftieren schläfst? Jetzt rat mal, erstmal, es stimmt nicht alles, was sie da geschrieben hat. Zweitens mal bin ich ja nicht mehr mit ihr zusammen. Nee, trotzdem also, noch schlimmer. Sie hat ja auch nette Sachen geschrieben und ein paar ja, tolle, weniger nette sie hat Sachen. Auch tolle Sachen, aber ich finde aber zum Beispiel, wenn für den 2 Decken, ich mag das, eine Decke zu haben, eine große Decke. Und eine, aber so, 2 große. Halt was macht man denn damit? Ach so, aber das ist ja selten leer, dass du beide Decken brauchst. Das ist sehr leer. Was ist es so? Ja. Ich sag, das Bett ist wirklich leer und dann sagt ihr witzig. Ist doch witzig. Super, euer Mitgefühl. Du bist danke. Deutsches Schauspieler-Sexsymbol. Ja, von einer roten Wand kannst du dich setzen. Das färbt so. Offensichtlich auch. Also Leute von einer roten Wand erscheinen attraktiver. Oder rote fast rot. Ja, ne, gilt noch nicht. Das ist noch nicht wirklich rot. Ach so. Nee. Also Farben finde ich ganz spannend. Aber dann stimmt es, dass Männer wirklich als Signal, wenn Frauen rote Lippen haben total. Und du hast ein rotes Oberteil an, ja, dann ist schon mal pling. Ja, da können wir nicht anders. Da kommen wir nicht aus unserer Haut. Und können wir auch 1000 Mal sagen, ich stehe nicht auf solche Oberflächlichkeiten. Doch, da stehen wir alle drauf. Ehrlich? Finden wir gut. Aber du sagst ja auch, dass auch schon wieder verräterisch ist, wenn man versucht, seinen Lügen zu unterdrücken, dass man das auch kann, indem man zu lange in die Augen guckt. Weil ich dachte immer, beim Lügen, dass in die Augen gucken heißt, ey, believe me, baby, ja, genau. Ich sage dir die komplette Wahrheit. Ja, und weil das so ist, weil jeder das glaubt, gucken die Leute genau dann in die Augen, Scheiße. Meistens, wenn sie nicht die Wahrheit sagen. Also angenommen, ich stelle dir jetzt eine Frage. Brauchst du den Gedanken zu beantworten, wenn du nicht willst. Ne? Aber zum Beispiel der Teppich in deinem Kinderzimmer, weißt du noch, wie der ausgeschaut hat? Bitte? Oh, entschuldige. Der Teppich in deinem Kinderzimmer, so als du so 3-4 Jahre alt warst, weißt du noch, wie der aussieht? Guck mal, ach so, und wieso gucke ich denn weg? Ich muss überlegen. Genau. Und in dem ich Moment, bin dein Mann, ich kann nur gucken oder überlegen. Nee, aber ich du kann bist nicht ein Mensch. Das heißt, wenn wir nachdenken, dann rufen wir die Information irgendwo ab und wir helfen komischerweise mit den Augen, die Information zu suchen. Ja, aber der Teppich ist natürlich ganz hinten aus der Kindheit. Genau. Der ist natürlich, der sah so aus. Ja. Aber das Wichtige ist, du hast weggeschaut. Um die Informationen abzuholen, mit den Augen guckst du kurz weg. Wenn du mich jetzt angelogen hättest, ne, dann hättest du nicht weggeschaut. Das heißt, normalerweise, wenn jemand mich die ganze Zeit straight anschaut und sagt immer die Antwort, kann ich davon ausgehen, zumindest hake ich dann nochmal nach. Dann können wir nochmal flirten und lügen. Ja. Also beim Flirten sagst du, wenn, man denkt ja immer, flirten geht über die Augen. Geht's aber gar nicht, flirten geht über die Füße. Können wir mal ein direktes Spiel mitmachen? Könnt ihr alle mitmachen? Aber dann würden wir das mal eben da irgendwo zum Gucken, oder? Weil man sieht uns hier nicht mit unseren Füßen. Das so, oder ist es nicht dass so spannend, wir dass man doch, komm, wir gehen mal alle raus. Wobei, wenn jetzt alle mitmachen, ne, dann sieht man es sowieso. Also ich würde jetzt hier zum Beispiel stehen und ich und Till würde kommen. Du lügst, das sehe ich schon hier, ey. Das sind meine Füße. Und dann sage ich, da steht Till Schweiger, würde ich jetzt hier sagen. Da steht Till Schweiger, oh, den finde ich so toll. Aber da mag ich jetzt auch gar nicht so hin. Und dann würde ich mich, glaube ich, jetzt hier so, ich glaube, so hinstellen. Ich würde jetzt, glaube ich, weder so Nein. noch so. Und beim Flirten sagst du? Irgendwann beim Flirten, wenn wir richtig gut miteinander flirten, oder ihr beide richtig gut miteinander flirtet, würden die Füße in die Richtung zeigen von der Person, auf die du dich gerade voll konzentrierst. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwann sie irgendwas sagt, was du nicht gut findest oder hast keinen Bock mehr, weil du merkst, genau, dann zeigen die Füße irgendwann Richtung Ausgang. Das heißt, du wärst zu höflich wegzurennen, aber mit den Füßen gehst du schon mal vor. Da kann ich davon ausgehen, so in 5 Minuten spätestens wird er sagen, ach du, ich habe ja ganz vergessen, ich habe einen Termin, und wird dann gehen. Meinst du wirklich, manchmal will einer vielleicht gar nicht gehen, sondern weißt, hat ein bisschen Bandscheibe? Jeder, der die Sendung sieht, wird jetzt nicht mehr den Menschen in die Augen schauen, wo man am meisten erkennt, glaube ich, in den Augen, sondern nur noch auf die Füße. Ne? Ja, was die Leute, viele Leute einschätzen können, habe ich gemerkt, ich kann das sehr, sehr gut. Und diese Themen sind mittlerweile Bestandteil der Show. Kennst du Till? Ja, kennt klar. Ihr euch? Also wir kennen uns nicht persönlich. Thorsten, aber Till, Thorsten. Wir haben in der Kneipe nebeneinander gesessen, aber da wirst du dich nicht dran erinnern. Ja, in Köln wahrscheinlich. Genau. Habt ihr geküsst? Nein, wir haben nicht geküsst. Das wüsste ich doch. Wir müssen jetzt dahinter rutschen und gucken. Oh Gott, ich bin mit der Hacke durch deinen Holzfußboden, Frau Müller. Und du gehst noch mal vielleicht in die Mitte. Ja, gerne. Und ich würde hier bleiben. Und was trinkst du denn? Wir haben hier dieses Getränk für uns eröffnet.
Mach ich mit. Oder wenn da noch was drin ist. Sag mal, du machst ja auch so Outfit-Analyse, ne? Am Rande. Also natürlich sagt die Kleidung schon jede Menge über uns aus, ne? Je nachdem, wie wir irgendwo hingehen. Mhm. Was würdest du bei Till sagen? Wie ist der heute gekleidet? Was hatte er heute vor? Er wollte wahrscheinlich nicht die Moderatorin aufreißen. Doch, er hat's ja versucht. Ja? Jetzt sitze ich ja noch dazwischen. Ja. Mensch, hier. Das ist macht Jungs, nichts. Das macht gar nichts. Was sagen Menschen durch ihre Kleidung? Sagen sie wirklich was aus oder ist das nicht alles ein Modetrend? Das kann man in einem Satz nicht beantworten. Also zum Beispiel, wenn jemand sich grundsätzlich anders anzieht als alle anderen, dann zeigt er damit, ich bin Individuum, ich will nicht zur Gruppe gehören. Das Witzige ist nur, dass zum Beispiel unheimlich oft Randgruppen, die das machen, in sich schon wieder so uniform sind, dass sie ja da auch wieder zueinander gehören. Mhm. Viel spannender ist eigentlich die Farbwahl. Also was für eine Farbe hat jemand dann? Das fand ich zum Beispiel ganz cool, als ich das Buch geschrieben habe. Da habe ich eine Studie gelesen, dass Rot offensichtlich wirklich eine ganz besondere Farbe ist. Beim Flirten, aber generell auch. Beim Flirten ist es so, dass Frauen, die ein rotes Oberteil anhaben, dass die viel öfter angesprochen werden, dass die viel begehrenswerter erscheinen. Scheiße, ne? Mann! Scheiße. Schwarz funktioniert ja immer, aber Rot... Nee, ich weiß gar nicht. Schwarz hat man ja an, weil es ein bisschen schlank macht. Also sonst, ich habe überhaupt nicht ein einziges rotes Teil in meinem Schrank. Ich auch nicht. Aber wenn ich Kellner werde, würde ich ein rotes T-Shirt anziehen. Nee, aber ab morgen habe ich rot. Ich auch. Ja. Zalando zieht dir warm an. Hey! Ja. Aber das wusste ich nicht. Ich dachte, ich finde ja immer, rot ist so eine Unfarbe für Frauen. Nee, das geht noch ab weiter. Ab einem bestimmten Alter, die ja, sagen, kannst du aber auch ich möchte ein bisschen Pep in mein Leben bringen. Ja. Und dann ziehen die so rot an. Ja, also wenn dir das nicht gefällt, wenn du sagst, das ist mir zu gewollt, zu bemüht, dann reicht es auch, wenn du dich zum Beispiel vor eine rote sagst. Wand... Na, rot! Rot! Ja, vor eine rote Wand kannst du dich setzen. Das färbt offensichtlich auch. Also Leute vor einer roten Wand erscheinen attraktiver. Oder rote Fast Fähne. Rot. Ja, ne, gilt noch nicht. Das ist noch nicht wirklich rot. Ach so. Nee. Also Farben finde ich ganz spannend. Aber dann stimmt es, dass Männer wirklich als Signal, wenn Frauen rote Lippen haben total. Und du hast ein rotes Oberteil an, ja, dann ist da schon mal pling. Ja, da können wir nicht anders. Da kommen wir nicht aus unserer Haut. Und können wir auch tausendmal sagen, ich stehe nicht auf solche Oberflächlichkeiten. Doch, da stehen wir alle drauf. Ehrlich? Finden wir gut. Aber du sagst ja auch, dass es auch schon wieder verräterisch ist, wenn man jemanden, wenn man versucht, seinen Lügen zu unterdrücken. Nein. Ja. Was man so hat, irgendwann so. Prostata. Ja, ja, so. Gehst du da zur Untersuchung? Ich hab schon so eine Untersuchung gemacht, ja. Machst du mir da auch rein? Bist du auch eiswürfelsüchtig? Ja, wenn der so warm ist, ne? Er kam aus dem Kühlschrank. Ja, er kam aus dem Kühlschrank. Vor einer Stunde, ne? So. Tabletten nimmst du aber noch nichts gegen irgendwas ein. Ich überlege, was sind denn eigentlich Herzinsuffizienz? Aber dafür bist du zu jung, ne? Ja. Machst du schon noch Sport mit an? Ja, ja. Hast du dein Bad schon so ein bisschen umgebaut? Ich habe sogar schon einen Lift an der Treppe. Ne? So was hast du nicht, einen Treppenlifter? Doch, habe ich. Ich fand das in deinem Film ganz lustig, dass alles wirklich wunderschön war in dem Film. Alles war wie so gestylte Brotdosen, Becher, alles war ganz schön. Nur die Gehhilfe vom Demenzkranken, die gibt's noch nicht von Manufaktum, dachte ich so, als ich den Film sah. Ja, das schoss richtig raus, dass die nicht stylisch waren. Wir haben ja gar keine Gehhilfe. Doch, er geht einmal, geht er mit Summen. Aber nein. Doch. Hast du einen anderen Film gesehen? Vielleicht reden wir. Also vielleicht war das in einem Altersheim, wo noch... Ach, das war, genau. als Sohn quasi... Als ich mir das Altersheim da lief jemand. Gedacht, ja, aber das war... Die sehr lustige Oma, die immer noch so viel Sex hat. Auch wir verraten viel zu viel. Das geht gar nicht, geht gar nicht, ja, geht gar nicht. Nee, also das war wirklich... das war ja auch nicht das Heim von Ihnen. Also das war ja ein Heim, das er sich angeguckt hat. Ja, ja, er ist ja auch nicht tatsächlich dahin. Jemand mit einer Gehhilfe. Und werden dir nicht ständig Drehbücher geschickt? Aber die lese ich seltenst. Ja. Ja, ich habe dann Leute, die das für mich lesen, weil die meisten Drehbücher sind einfach nicht gut und es gibt nichts Schlimmeres, als ein schlechtes Drehbuch zu lesen. Das ist richtig, das ist eine Qual. Hast du denn so eine Handvoll Menschen, wo du weißt, wenn die den Film gucken und die sehen das, die können den mit dir aufdröseln und sagen, das war gut, aber da hätte ich nicht und da mache ich? Oder nee, eher das sind eher Freunde. Ne? Also ich höre dann eher auf Freunde als auf Kollegen. Ne? Also Leute, die nichts mit Film zu tun haben, haben ein viel schärferes Auge für meine Filme als jemand aus der Branche. Ne? Ah, ja. Also ich habe damals dem Bernd Eichinger Knockin' on Heaven's Door gezeigt und
Der hat sich den angeguckt und hat viele Sachen gesagt, die ich gesagt habe, ah ja, okay, machen wir. Aber eben auch ganz viele Sachen, wo wir gedacht haben, was soll denn das jetzt? War der dein Oheim und Mentor schon, ne? Das war schon mein Oheim und Mentor. Und trotzdem hat mein Mentor damals zu uns gesagt, ja, hier, der Moritz bleibt treu, der muss synchronisiert werden, der muss Hochdeutsch reden. Und wir so, was ist los, ne? Weil das war ja so geschrieben und das war ja auch einer der Winner in dem Film. Aber wie lustig. Die Performance hat er nicht verstanden. Hat er nicht verstanden, ne? So. Du warst nicht bei seiner Beerdigung, weil du woanders warst. Ich war woanders, weil ich ja nicht da war. Ergo war ich woanders. War dein bester Freund? Es war nicht mein bester Freund, aber es war jemand, den ich sehr geliebt habe und den ich sehr vermisse. Du, wie ist klar, begrüßt bei mir den einzigartigen Till Schweiger! Dankeschön. Gibt's dazu auch noch schön ein Glas? Auf, kommt das sofort. Aus der Flasche. Macht das sonst nie. Sonst frage ich immer, trinken wir Bier? Was machen wir? Hallo, wie geht's? Aber wir haben jetzt 800 Mal gefragt. Nein, so lange gibt's die Sendung noch nie. Gar nicht. Und deswegen ist es heute ein Champagner wert. Okay, komm, wir gehen zum Tresen. Okay. Du kannst aber, dürfen wir zwei Gläser dafür haben, Frau Müller? Willst du mal durchrücken? Du kannst aber auch lieber Bier. Bezirke-Offiziere. Was du möchtest. Nee, ich bin. Bier trinke ich eigentlich nur im Sommer, wenn es heiß ist. Habe ich mir gedacht. Mit Eiswürfel. Nee, ohne Eiswürfel. Bist du ein bisschen erkältet? Volles Rohr, ja. Alle, die da sind um mich rum, sind so krank. Nur ich, alte Wurst. Ist das alkoholfreier Champagner? Nee. Nee. Also wenn es so weit ist, höre ich auf, glaube ich. So. Prost. Tschüss. Danke, Prost, Jungs. Weißt du, was ich am sympathischsten von allen Dingen, die ich über dich gelesen habe, fand? Dass du gesagt hast, Menschen, die ohne Angst fliegen können und vom vielen Fressen nicht fett werden, die bewunderst du. Und nein, die beneide ich. Weil ich bin kein neidischer Mensch. Aber die einzigen Menschen, die ich beneide, habe ich mal gesagt, sind die, die gerne fliegen, essen können, was sie wollen, ohne zuzunehmen und jederzeit schlafen können, wann sie wollen. Und dann auch so 10 Stunden am Stück. Kannst du nicht schlafen? Viel? Doch, und aber gut? Nee, 10 Stunden schaffe ich nicht, 8 Stunden auch nicht. Was hast du gegen die Flugangst gemacht? Saufen vorher? Nee, ich habe mal so ein Seminar gemacht bei der Lufthansa. Das hat auch echt viel gebracht, so gegen Flugangst. Und dann ist aber, dann sind zwei Maschinen runtergekommen. Das hat dann irgendwie das alles genau wie bei gemacht. Mir. Weil es war vorher alles cool und dann war so dies und das. Und dann gab es diesen Absturz irgendwo über Kanada, weißt du das noch? Wieder halbe genau. Stunde nee, zwei über, Stunden. Über Wasser am Abstürzen war. Ja. Und ich nicht mehr in den Flieger steigen konnte. Ja, das war, genau, gesagt, das war genau das Unglück, das mir den ganzen Kurs wieder kaputt gemacht hat. Ja. Und dann war wieder Alkohol dran. Ja, ja. Nimmst du Tranquilizer, wenn du fliegst? Nee, das habe ich einmal gemacht. Da bin ich von Montreal nach Paris geflogen und da hat mir einer sowas gegeben, sagte hier, die nach dem Essen trinkst ein Glas Wein, popst die Pille, ne, und dann schläfst du und wachst in Charles de Gaulle auf. Wenn du merkst gar nicht, wie das Flugzeug landet. Und anfängst, glaube ich, alles hochreißt. Eine Siegerpose heißt das. Eine Siegerpose machst. Ja, was ist das? Eine Minute, dann geht der ganze Tag ist super. Und wenn du aber morgens die Anti-Siegerpose nämlich so machst. Ist verkackt. Ist verkackt. Ja. Ich mache jetzt jeden Morgen, weißt du, statt Sport, vielleicht geht's ja dann auch weg. Nee, das geht ja nicht weg. Aber du bist, es macht ja nicht mehr so viel aus. Die Balkontür auf und einmal hinstellen, beide Arme hoch. Ja. Schalala, da interessiert ja, jetzt keinen. Ob wir waren hier, wir als haben Frau hier sechs Leute gehabt, die Bungee-Sprung machen sollten. Ne? Ja. Für eine Fernsehsendung. Und wir haben das auch mit diesen Siegerposen ausprobieren wollen, weil ich konnte das erst selber nicht glauben. Und dann sind wir mit diesen sechs Leuten, sind wir auf diesen Bungee-Turm hoch und haben die gefragt, würdet ihr da runterspringen? Da haben die alle sechs gesagt, ja, wir wollen springen. Dann habe ich die in jeweils zwei Gruppen aufgeteilt, drei Leute. Drei von denen sollten eine Minute lang so eine Siegerpose machen, also sich echt so hinstellen und sagen, hier, sich vorstellen, sie wären schon gesprungen, das richtig toll finden. Und die anderen, die sollten sich so hinstellen, also die Beine so ganz nah zusammen und so nach unten gekauert, nach unten gucken, so sich klein machen, naja, eine Angstpose einnehmen. Und dann sind wir mit denen auf diesen Sprungturm hoch und haben gemessen, wie lange brauchen die, um abzuspringen. Und die Leute, die eine Angstpose gemacht haben, von den dreien, ist einer gar nicht gesprungen, obwohl er vorher gesagt hat, ich springe auf jeden Fall darunter. Einer und ist zwei, gesprungen und gestorben. Nee, Entschuldigung. Zwei haben, die anderen beiden haben so ungefähr 30 Sekunden gezögert, bevor sie abgesprungen aber sind. Aber Wahnsinn, ne? Und die drei anderen sind direkt, weniger, juhu!
Weniger als 2 Sekunden haben die gezögert, alle 3. Die Wahnsinn. Sind sofort gesprungen. Und das fand ich schon geil. Wenn wir nochmal zurückkommen, wenn ich jetzt Till eine Frage stellen würde, ja, und du würdest ihn bei der Antwort beobachten, du könntest schon vermuten, ob das dann... Wenn ich jetzt, ich stelle die Frage und du guckst ihn mal an. Mhm. Es gibt nur eine Chance. Hast du jemals in deinem Leben eine Qualle getötet? Nein, nein. Höchstens aus Versehen. Und das ist ja die Wahrheit, oder? Absolute Hat Lüge. Er super geschafft. Ja. Wir machen noch ein Spiel. Hast du Münzen dabei? Wollen wir ein anderes machen? Ich fang mit dir. Ah, Schauspieler ist gut. Ich fang mit dir an. Nimmst du hinter deinem Rücken in eine von deinen beiden Händen. Genau, locker hinsetzen. Warte mal, warte, erst mischen. Aber wichtig ist, die Münze muss wirklich in einer deiner beiden Hände sein. Das ist wichtig. Darfst du mich jetzt nicht dran kriegen und die Münze in die Tasche stecken. Also. Tasche war sie nicht, nur unter meinem Popo. Ja, nee. Okay, ich nehme sie in eine. Dann habe ich ja. Gehst mit beiden Händen nach vorne? Ja, sehr gut. Jetzt kann ich zum Beispiel, erkennt ihn ja, schau mal, ist ja? Er hält die Daumen nicht gleich. Schau mal, der Daumen der rechten Hand, der ist so angewinkelt, der Daumen der linken ist so. Und die kleinen Finger sind ja auch nicht gleich. Der kleine Finger der rechten Hand ist so drin, der kleine Finger von dem ist parallel. Aber und das ist ja Wunschmann. Ey, der hat eine 50-50-prozentige Chance. Okay, also, aber es heißt, deshalb, er kann ja nicht, auch. Okay. Bist du rechts oder links? Also mit welcher Hand schreibst du normalerweise? Mit links. Okay, jetzt müssen wir in der Hand. Dreh mal um und mach auf. Ich hab gesagt, ich schreibe mit links. Ich weiß, aber ich sag's, es ist in der Hand. Was wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich schreibe mit rechts? Hättest du dann gesagt, es ist in der? Weiß ich nicht genau. Mein Betty ist ja... Ja, hier, schau mal genau. Wie machst du das? Okay? Also die Wörter spielen gar keine Rolle, die Buchstaben sind vollkommen unerheblich. Ihr sagt einfach die Farbe, in der die Buchstaben geschrieben, die Wörter geschrieben sind. Fertig? 3, 2, 1, jetzt! Rot, grün, blau! Aha. Ach so, scheiße, was? Schwierig, ne? Ach so, das ist gar nicht so einfach, ne? Also ach, plötzlich. Scheiße. Ja. Nochmal? Na, können wir auch gerne nochmal machen. Also es geht ist das tatsächlich. Schwer, das geht ja überhaupt nicht. Genau, und darum geht's. Das heißt, wir sind totale Gewohnheitstiere. Ja, bitte. Hm? Man müsste jetzt sagen, grün, rot, blau. Ja, blau stimmt sogar. Wir sind voll doof, glaube ich. Der Mensch ist doof. Komm, wir sammeln mal Bierdeckelchen ein. Ja. Setzen uns hier oben rauf. Kommst du hier rauf? Ja. So. Dann bin ich jetzt ja mal sehr gespannt. Ja, ich auch. Hoffentlich jetzt nicht so kompliziertes Zeug. Ja, noch? Hier sind noch 2 schon mal. Können wir mal gleich nehmen. Wie erkenne ich einen Fake-Orgasmus? Das musst du jetzt Till mal erzählen. Also, das weiß ich nicht. What? Bist du auch verheiratet? Also, hast du deiner Frau nie in die Augen geguckt? Das Interessante ist, wir finden einen Schlafzimmerblick deshalb so toll, weil wir beim Orgasmus genau diesen Blick machen. Das heißt, wenn der Schlafzimmerblick beim Orgasmus fehlt, dann ist er nicht echt. Wie geht er denn? Ja, so genau. Kannst du auf, wenn einer im Drehbuch steht, Till guckt mit Schlafzimmerblick zur Moderatorin? Nicht, was ist denn ein Schlafzimmerblick? Das ist der, glaube ich, halb offen, ne? Genau, die Augen sind so halb geschlossen. Wie das? Nee, ist das, glaube ich, so. Ich glaube, da waren sämtliche Orgasmen, die ich erleben durfte, vorgespielt. Ich glaube, das ist das, was ich dir gerne mit nach Hause geben möchte heute Abend. Ja. Dass du dir das einfach mal mit nach Hause nimmst und mal drüber nachdenkst. Ich musste 50 schon... Jahre alt werden. Hättest du mich mal früher gefragt. Ja. Ist bei dir schon mal ein Trick daneben gegangen? Ja, natürlich, das passiert. Also, gehen auch mal Sachen daneben. Also, ich habe sowohl Menschen auf der Bühne, auch ich selber bin ein Mensch. Das Schönste, was daneben gegangen ist, war in Wiener Neustadt, weiß ich ja ganz genau. Da habe ich ein Spiel gespielt, das bestand darin, dass ich einen Mann auf die Bühne gebeten habe. Und der sollte im Publikum sich eine Person aussuchen und die beschreiben. Ja. Und der Zettel wurde dann zusammengefaltet, kam in den Umschlag. Ich habe den natürlich nicht gesehen. Und meine Aufgabe war dann, diesen Umschlag der Person zu geben, die da drin beschrieben wurde. Und die hat sich dann ihre eigene Beschreibung vorgelesen. Und ich bin an dem Abend losgegangen und dachte mir, oh, da saß eine sehr attraktive Frau, die hätte ich ausgewählt, der gebe ich mal diesen Umschlag. Und dann macht die das auf und geht auf die Bühne, ganz groß, steht im Spot und macht diesen Umschlag auf und öffnet den Zettel und da steht dann drauf, Mann mit Glatze. Es hat nicht geklappt. Wie hast du das dann gelöst? Indem ich gesagt habe, offensichtlich habe ich mich geirrt. Und die haben alle gedacht, das ist ein Joke. Und jetzt kommt der zweite Umschlag mit... Nee, das Interessante ist, dass tatsächlich dieser Gag, dieser Lacher, der war so groß, dass alle gedacht haben, das macht er jeden Abend. Ja. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch vermutet. Hast du auch einen